Hallo, mein Name ist Deezy. Ihr kennt mich auf Twitch eventuell durch die Bay Pirates oder durch die diversen Spiele, die ich eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag, ach, wenn es nach mir gehen würde, 24/7 lang zocken würde. Aber naja, was soll ich sagen? Ich bin heute Abend hier, ihr seid heute Abend hier und meine Cap sieht heute wieder unfassbar gut aus. Mein Gott, diese Cap, seht ihr das? Meine Fresse, es ist wirklich unglaublich. Ich bin froh, dass ihr heute alle wieder dabei seid, dass ihr wieder zuseht. Es ist mir eine wahre Freude. Der Slapstick ist wieder dabei, die Sally ist wieder dabei und wir haben sogar einen Gast bei uns. Wer hätte das gedacht? Es ist dieser merkwürdig bärtige, langhaarige Mann da unten in der Ecke. Man kennt ihn unter anderem als Caneplay, vielleicht auch als, weiß ich nicht, Peter oder Bernd. Guten Abend. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu Folge 81. Ich grüße Sie. Wir müssen mal ein bisschen mehr Feuer reinbringen hier. Kate schläft ja halb ein beim Synchronisieren. Das ist super schwer, andersrum zu synchronisieren. Also dem Redner nach. Zu machen. Ja. Das ist echt schwer, aber das war gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Das war ein gutes Intro. Ja, ja, irgendwann machen wir das mal live. Professionell? Ja, professionell, auf einer Bühne. Geil. Und werden reich und berühmt. Du könntest eigentlich... Sind wir nicht schon reich und berühmt? Ich weiß nicht. Du vielleicht schon, ich noch nicht so. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber danke für die Blumen. Schön, dass du auf dich selber schießt. Großartig. Nun, es ist Folge 81 und wir haben wieder bezaubernde Leute hier. Hallo? Hallo. Hallo. Hey, na? Heute ist Kane da. Hallo, Bernd. Wir haben heute mal wieder einen Gast. Der nichts irgendwie mit Gaming-Industrie zu tun hat, sondern einfach nur mal ein Streamer. Hey, na? Ich bin Streamer übrigens. Auch gepartnert? Auch gepartnert. Hast du deinen Leech-Badge an? Den habe ich an. Den Leech-Badge habe ich, ja, ja. Vielleicht möchtest du kurz mal einen Chat schreiben, dass Leute auch eventuell auf dich aufmerksam werden. Und Moment. Ich schreibe, warte. Das ist ein E-Penis. Abgefahren. Ja. Das Leech-Badge. Großartig. Naja, vielleicht mag dir ja jemand folgen. Erzähl doch mal einen Schlag über dich. Ich meine, die Leute kennen dich ja noch gar nicht. Guten Tag. Mein Name ist Kane. ich bin, ist so ein bisschen wie in der Schule früher, ne? Wenn man in so einer Runde war, der neue Schüler stellt sich vor. Guten Tag. Mein Name ist Kane, ich bin 31 Jahre alt. Nein, was mache ich auf Twitch? Ich mache auf Twitch viel Creative, was in den letzten Jahren eigentlich Stück für Stück immer mehr geworden ist. Hab eine eigene kleine Cartoon-Serie vor 2 Jahren eigentlich schon gestartet. Die war aber noch sehr in den Kinderschuhen, weil ich da von Animationen und so weiter noch nicht so viel Ahnung hatte. Das hat sich jetzt in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Und mache mit meinen Leuten eigentlich immer so ein bisschen Halligalli, Spiele, wo mir die Schnauze nach gewachsen ist, um es mal so zu sagen. Und ja, arbeite nebenher noch als Illustrator und auch als Synchronsprecher ab und an. Und ja, das ist so das, was ich mache den ganzen Tag eigentlich. Also nicht der reine Streamer-Dude? Nee, noch nicht. Ich würde es mir natürlich irgendwann wünschen, mich noch ein bisschen mehr auf die ganzen Sachen konzentrieren zu können. Aber im Moment, es wächst langsam, stetig, aber sehr langsam. Dementsprechend arbeite ich noch nebenher, wie gesagt, als Illustrator und auch als Synchronsprecher. Aber ich würde das auch, glaube ich, selbst wenn das mal irgendwann vielleicht ein bisschen mehr wird, ich würde es, glaube ich, nicht aufgeben deswegen. Also das ist was mir... Damit bin ich groß geworden, mehr oder weniger. Und es liegt mir sehr am Herzen. Also das würde ich jetzt nicht aufgeben deshalb, glaube ich. Ja. Schön. Dann machen wir doch mal mit unseren Ritualen weiter. Wie waren denn so die letzten 2 Wochen, ihr Banausen? Möchtest du anfangen, Slevy? Du hast heute eine so wunderbare Stimme. Ja, also vor allen Dingen der gestrige Abend war sehr gut. Wie man hören kann. Meine letzten 2 Wochen waren sehr gut. Doch. Also. Kotz nicht auf den Tisch, bitte, ne? Könnte ein viraler Clip werden. Nee, keine Angst. So weit geht der Halsschmerz dann wieder nicht. Aber ich bin noch ein wenig mitgenommen. Es tut mir leid. Ich habe gestern Fußball geschaut. I'm sorry.
Warst du im Stadion oder hast du geschaut? Nein, nein, ich war in der Kneipe. Ah, okay. Für das Spiel ein Stadionticket zu bekommen ist wie, weiß ich nicht. Nee, nee. Ansonsten habe ich Hitman 2 gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Red Dead Redemption. Nee, da haben wir schon letztes Mal drüber geredet, ne? Da habe ich Hitman gespielt. Hitman 2. Jetzt tut mir leid. Wir können, ja, glaube ich. Aber ich glaub, es ist schon lustig. Heute geht alles auf Slabby seinen Nacken. Er kann sich nicht wehren. Ich kann mich auch nicht wehren, ja. Ich nee, wollte sagen. Wir können voll reinballern. Ja, ich bin im Stimmbruch, so sieht's aus. Geil. Endlich Fürzen. Endlich. Oh. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal. Du bist vor der Twitch-Partnerschaft im Stimmbruch, Slabby. Das ist geil. Großartig. Ja. Nice. Dali? Ich habe nur Assassin's Creed gespielt. Und ich habe nach 90 Stunden habe ich mir jetzt die 100% erspielt und vermisse es ein bisschen. Geht das euch auch so? Wenn ihr etwas spielt, woran ihr viel Spaß habt und ihr wartet auf etwas, was erscheint und dazwischen sind ungefähr 3-4 Tage. Diese 3-4 Tage, die ich überbrücken muss, bis ich das nächste spielen kann, auf was ich mich schon die ganze Zeit freue, sind eine Katastrophe. Da brauche ich eigentlich gar nichts anderes anfangen, weil alles ist so, ja, Hauptsache was gespielt. Was, ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Ja. Ich will doch eigentlich nur das spielen. Also, ich mach frei. Ja, so geht's mir jetzt gerade. Ich vermisse Assassin sehr. War ein gutes Spiel. Ich habe viel Spaß darin gehabt. Und ich bebe auf Dienstag. Auf Spyro. Ich freue mich so wahnsinnig auf Spyro. Ich wollte gerade sagen, Mensch, freust du dich eigentlich auf Spyro? Ich freue mich. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Das sollte übrigens dein Sub-Alert werden, währenddessen du Spyro spielst. Bin schon dabei. Okay. Ich freue mich, ich freue mich. Mit Video. Also ja, ich habe das GIF schon. Ich bin dabei. Sehr gut. Und ein Emote, ich bitte. Ich freue mich. Ja, das geht nicht. Wieso nicht? Ja, das geht nicht. Du im Spyro Onesie. Das sollte ja wohl gehen. Keine Slots frei wahrscheinlich. Ach, Bingo. Tja, nimmst du ja halt irgendeinen raus. Nee. Wie viel fehlen denn dann noch, wenn ich frage? Das Doppelte. Ach so, du bist ja auch. Ah, ich erinnere mich. Du warst ja mal so ganz weit oben, ne? Ja, gut, ihr wisst Bescheid. Am Morgen, ne? Feuer, let's go. Los geht's. Ich freue mich so sehr darauf. Das sieht so gut aus. Hübsch. Ja. Spyroom. Ja, das letzte Mal als Kind gespielt, glaube ich. Wirklich. Das Spiel ist 20 Jahre alt und ich dachte, es wäre so älter. Lange? Das würde ja heißen, ich habe das mit 8 gespielt. Hey, hast du gerade ein Jahr dazu geschummelt? Nein! Schäm dich! Na, hallo! Also irgendwas stimmt da nicht. Ich dachte, ich wäre jünger gewesen, als ich es gespielt habe. Aber nee, 20 Jahre ist es jetzt alt. Ich freue mich drauf. Dienstag wird schön. Jetzt fühle ich mich alt, ne? Wieso? Wo du das so gesagt hast, mit 20 Jahren, weil ich erinnere mich auch nicht. Das war nicht alt, als ich es gespielt habe. Aber dass es doch so lange schon her ist, meine Güte. Ich freue mich innerlich immer sehr auf diese Gespräche, wenn Leute von ihrer Jugend erzählen und ich dann immer sitze, okay, alles daher. Gut. Habe ich auch alles bestimmt gesehen. Nun, habt ihr alles Bio gespielt früher? Du auch, Slabby? Nein. Ich hatte nie eine Playstation. Dann sind wir beide, ja, ich auch nicht. Auch nicht. Kane, wie waren denn deine letzten 5 Jahre? Muss man ja bei dir fragen, ja? Das ist ja nicht die letzten 2 Wochen. Nee, wie waren meine letzten 5 Jahre? Ich weiß nicht. Ich habe viel nachgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so, seitdem ich auf Twitch bin, habe ich tatsächlich viele Games nachgeholt, die irgendwie früher, aus welchen Gründen auch immer, an mir vorbeigezogen sind. Und was ich vor allen Dingen angefangen habe, seitdem ich auf Twitch bin und nur auf Twitch kann, ich könnte es nicht alleine, es sind Horror-Games. Also sowas wie Outlast, Outlast 2, Layers of Fear. Ich würde es normalerweise, also ich bin überhaupt nicht der Mensch, der sich abends hinsetzen würde und sich sagen würde, yo, jetzt mal so ein geiler Horrortitel. Jetzt mal so ein bisschen Unterhaltung. Könnte ich nicht. So, ich würde mir sonst wo, ne?
Aber auf Twitch geht das, weil man irgendwie, keine Ahnung, weil ich dadurch das Gefühl habe, naja, da ist noch, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann sieht es einer und ruft vielleicht den Notarzt. Ja, aber das sind vor allen Dingen so Sachen, die ich nachgeholt habe viel. Naja, und die ganzen Kreativsachen bei mir ja sowieso irgendwie. Ja, und die letzte Zeit, weiß ich nicht, ich hänge, wie gesagt, mit vielem hinterher. Momentan spiele ich Graveyard Keeper als eins von den neueren Games. Und ich habe angefangen mit GTA 4, was ja nun auch schon eigentlich 10 Jahre zurückliegt. ja, aber das habe ich jetzt tatsächlich, ich habe GTA 5 habe ich neulich fertig gespielt. Jetzt habe ich gerade mit GTA 4 angefangen. Und ich glaube, wenn ich damit durch bin, würde ich gerne mal mit der Mafia-Reihe anfangen. Also Mafia 1, 2, eventuell 3, auch wenn ich über 3 nicht viel Gutes gehört habe. Aber das sind so, die Reihe würde ich gerne mal, die fehlt mir auch noch so in der Sammlung. Metal Gear Solid gespielt, die Reihe? Ja, okay. Ja. Metal Gear, also nicht schon vorher, also noch vor Twitch. Ja. Aber Metal Gear war ich ein Riesenfan damals. Also bis zum 4. Teil, der 4. war schon ein bisschen überladen, fand ich. Aber ja. Den 5. habe ich gar nicht mehr ganz durchgespielt, muss ich zugeben. Aber ja, die ersten 3 waren sehr geil. Also Metal Gear habe ich sehr gefeiert damals. Fiel mir nur gerade ein, weil das war nämlich eine Reihe, die ich auf Twitch nachgeholt habe. Damals. Ja. Sehr, sehr gut. Das ist, Metal Gear ist wirklich cool. Aber der 3. ist halt eindeutig der beste, würde ich mal so sagen. So vom Gesamtkonzept, klar, 1. und 2., vor allen Dingen der 2. hat halt natürlich diesen Kunstaspekt. Ja, der 2. ist speziell, den mochten auch nicht alle, aber ich fand den 2. auch cool. Also, ich auch, definitiv. Ja. Er verarscht halt den Spieler. Ja, definitiv, ja, das ist wirklich so. Aber der 3. ist halt ein Meisterwerk. Ja, der 3. ist wirklich gut. Der Sound, die Soundtracks sind halt auch immer so der Hammer, ne? Ja. Also, was sie da zusammengeschustert haben, ist schon wirklich cool. Ich würde jetzt Snake Eater singen, aber... Ja, geht leider heute nicht, ne? Schade. Oh, du hörst so eine engelsgleiche Stimme. Was nicht mal gelogen ist. Ja, aber genug von Metal Gear Solid. Meine Woche war auf jeden Fall viel gigantisch. Viel gigantisch. Ja, gigantisch. Ja, wenn ich jetzt Recap mache, könnt ihr schon mal eine halbe Stunde AFK gehen, glaube ich. Alles klar. Kurz vor, also die Kurzform ist, es ist ein Meme geboren, das heißt nicht mehr Ehre genommen, sondern Vorfahrt genommen. Bin Freitag durch den Führerschein durchgefallen, weil ich wurde vorhin angemeckert, warum ich das nicht gesagt habe. Fand es belanglos, aber ich bin durch den Führerschein durchgefallen. Ja, in der praktischen Prüfung. Passiert? Meiner Mutter auch passiert. Och, das passiert noch ganz vielen anderen. Dann fahre ich halt kein Auto. Ja, ich meine, Leute sind froh darüber. Ja. Es wurden ganze Liebeshymnen gesungen. Yes, wir können weiter in Auto fahren. Der Dicke ist nicht auf der Straße. Wir mussten uns keine Sorgen machen. Ja gut, ich habe RimWorld hab ich gespielt. Habe ich angefangen wieder, war großartig, sensationell. RimWorld habe ich jetzt, glaube ich, das erste Mal richtig verstanden und das hat gebimmelt wie sonst nichts. Das war großartig. Du hast auch schon etliche Stunden da drin, oder? In RimWorld, ja, ich habe das aber irgendwie nie verstanden. Also nie richtig. Jetzt habe ich das so richtig mal so geschnickt und habe mir mal die Zeit gemacht und gesagt, ey, Chat, ihr dürft endlich mal spoilern. Und alle so, ah, und ich so, Seitdem macht Spaß. Ich spiele jetzt auch nicht mehr mit Neuladen, wenn jemand stirbt und so. Das ist manchmal sehr radikal. Letztens habe ich jemanden, ich gebe denen ja immer einen Namen aus dem Chat. Und dann war, ich habe ihn seitdem auch nicht mehr schreiben sehen. Ich habe ihn in die Kolonie und er hat die Grippe mitgebracht. Und die Hälfte der Kolonie ist verreckt wegen dieser scheiß Grippe. Ich habe, seitdem ich das gesagt habe, leider ihn noch nicht wieder schreiben sehen. Ich hoffe, er ist nicht weg. Pusteblume, falls du das hörst, es ist nicht schlimm, okay? Es sind nur 8 Leute gestorben wegen dir. Und Muffelos. Und ein Eichhörnchen. Und ein Hund. Okay? Ist nicht schlimm. Passiert. Nicht schlimm. Dann gab es noch Leather Suit Larry. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Click-and-Point-Dude. Und Leather Suit war echt witzig. Ich habe nur leider keine Zeit gehabt, das mehr zu spielen, weil es kam Hitman. Das habe ich heute übrigens abgeschlossen und fertig. Alle Missionen durch, Silent Assassin.
Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Weil ich kann ja vor Weihnachten nicht noch mehr Hitman spielen, weil Weihnachten ist ja immer Tradition bei mir, dass es über die Weihnachtsfeiertage Hitman gibt. Jetzt hadere ich ein bisschen mit mir. Ich habe kurz überlegt, ob ich Battlefield 5 spiele. Musste lachen, hab's nicht getan. Also das war ja das größte Fiasko EU. Also wir kriegen keinen Premium Pass mehr und wir haben auch keine DLCs mehr, alles ist for free. Aber wisst ihr, die Releases, wir haben nur 5 verschiedene Daten, wenn es rauskommt, ja? Alter. Wir haben 5 verschiedene Daten dafür. Ja, nun, Arschlecken Feuerwerk, ich hab's runtergeladen. Bis ich das spielen darf, ist das Spiel schon wieder out. Also, das, glaube ich, wird nur so ein bisschen schlummern auf der Festplatte. Ja. Was haben wir noch gespielt? Ich glaube, das war's, ja. Das war's. Ich habe noch die Fallout-Beta gespielt. Ach, die habe ich auch gespielt, ja. Ja, das sind jetzt zwei Sachen. Du machst, ich habe mega Spaß gehabt. Echt, also, was ich gelacht habe, ich habe mit jemandem zusammengespielt aus dem Chat. Und wir sind da 3 Stunden rumgerannt. Das war großartig. Also irgendwo in dem Haus übernachten. Du kannst entscheiden, ob du im Bett schläfst oder auf dem Boden in einem Schlafsack. Gesagt, nein, ich schlafe nicht bei dir im Bett. Leg mich schön auf den Boden. Lege mich auf den Boden und dann steht da oben, wenn du auf dem Boden schläfst, kannst du Krankheiten... Blopp, ist auf der anderen Seite was aufgeploppt? Krankheiten bekommst du. Moment, was statt... Habe ich jetzt... Toll, jetzt habe ich Sackläuse bekommen. Echt? Obwohl ich nicht im Bett geschlafen habe. Man kann Sackläuse bekommen. Hättest du mal im Bett geschlafen? Nein, ich habe Sumpfkrätze gehabt. Oh. Mit -2 Beweglichkeit. Wir haben so lachen müssen. Es war einfach witzig. Wir haben 3 Stunden fantastischen Spaß gehabt. Und ich werde es nicht zu Release spielen. Ich lasse den erstmal so ein paar Tage Vorlauf, aber eine Woche später werde ich das schon zwischendrin spielen. Also da habe ich Bock drauf. Du kannst alles looten, du kannst Dinge machen, es macht einfach Spaß. Sind irgendwo von einem riesen Schloss gestanden und dann wollten wir eigentlich ausloggen und dann, ja komm, jetzt gehen wir doch noch kurz rein und schauen da drin. War eine super Idee, ne? Zigtausend Supermutanten. So, okay, und wir beide nur mit unseren Baseballschlägern mit Stacheldraht obendrauf. Wir haben uns da durchgeknüppelt, bis es nicht mehr ging. Es war witzig, wir hatten Spaß. Find's super. Hattet ihr Push to Talk? Also, habt ihr miteinander geredet in-game? Nee, wir haben das über Discord gemacht. Ah, alles klar. Also meine erste Erfahrung mit, wenn ich das teilen darf, war, ich war drinnen. Das ist ein guter Anfang. Ich war drin und auf einmal hörte ich einen Franzosen reden. Ich habe dann in der ganzen Basis versucht, den Franzosen zu finden. Habe festgestellt, dass das Mikrofon permanent an ist. Und ich mir dann so gedacht habe, was? Auf jeden Fall habe ich dann die ganze Zeit mit meinem Chat, hey, je voudrais français. Also ich habe wirklich geflüstert und habe dann, hey, Chat, ich kann nicht so laut reden, das hört einer. Und so bin ich dann die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, bis ich dann mal Menschen gefunden habe und dann habe ich die angequatscht, aber no shits given. Da kam dann nichts mehr, niemand hat sich einen Scheißdreck darum gekümmert, ob du da nur bist oder nicht. Also bin ich nun durch diese leblose, leere Welt gelaufen, ohne NPCs und dachte mir so, oh toll, das ist ja ein tolles Spiel und hab's wieder ausgemacht. Davor habe ich halt ein bisschen Schiss, ne? Also ich bin eigentlich auch Fallout-Fan, so seit der ersten Stunde gefühlt, aber davor habe ich echt ein bisschen Schiss, das mit den fehlenden NPCs und klar, man hat viel, was man erkunden kann, aber wenn es am Ende wirklich nur auf Looten hinausläuft, und vielleicht alle paar Stunden eventuell jemanden treffen, dem es aber scheißegal ist, ob du da bist oder nicht, weiß ich nicht. Also ich bin auch ein bisschen am Zweifeln tatsächlich. Ich will da auch erstmal reinschauen, bevor ich es mir hole. Eigentlich wollte ich es zum Release spielen, aber ich werde auch erstmal warten. Erstmal gucken. Nee, ich verabrede mich dann einfach gerade mit Leuten, mit denen ich das dann zusammenspiele. Das macht ja viel mehr Spaß. Ich habe keine Lust, mit Randoms zu spielen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was macht man, wenn man keine Freunde hat? Dann spiele ich es alleine. Ich habe da eingeloggt und da war Atom LOL. Und ich so, Atom LOL, gehst du bitte weg? Ich will dich nicht.
und habe Muffin, mit dem ich zusammengespielt habe, ich so, Muffin, wo bist du? Und Muffin, ich weiß nicht, ich finde dich nicht. Ich bin hier, ich habe einen Partyhut. Dreh mich um, steht Atom LOL wieder hinter mir. Ich so, gehst du jetzt weg? Ich will nichts von dir. Ich will auch nicht mit dir spielen. Und nee, will ich nicht. Ich will gar keine Random. Ist doch schon mal großartige Voraussetzung für einen Multiplayer. Und ich glaube, alle, die so, also wirklich viele, die so Fallout gespielt haben, sind genauso. Nee, hau ab! Geh weg! Das ist mein Loot! Ja. Piss dich! Das ist ja nur weil wir Fenster das will, spielen wir hier zusammen. In einer jeder Stadt. Und jetzt hau ab! Du hast eine Blume und jeder kann hingehen und kann sie looten. Das ist geil. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. So, oh, geil. Du kannst auch looten? Ja. Wow, voll super. Ja, mega. Jeder kann looten. Das ist sehr, sehr schön. Das wird auch schon meinen Spaß rausziehen. Ich freue mich. Muss mal gucken. Ich musste vorhin schon lachen, als du gesagt hast, wie groß der Day-One-Patch ist. Ja, ich habe das, hab das bei mir im Discord reingepostet. Der Day-One-Patch ist größer Warte, wir müssen uns gleich immer... Macht schon mal die Lulz bereit. Wartet. Und jetzt. Okay, der Day-One-Patch ist größer als das Spiel. Und zwar beinhaltet er 54 Gigabyte auf PlayStation 4, wobei das Spiel 45 Gigabyte hat. Holla die Waldfee. Ich erinnere mich immer an diesen Entschuldigungsbrief. Hey, sorry, das Spiel ist noch nicht komplett. Wir bringen es nur einfach erstmal raus, ja? Day one, 54 Gigabyte, hallo. It just works. It just works! It just works! Das ist eine Hausnummer, ja. Nice Meme. Oh, ich hab wieder angefangen zu kochen. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich habe Foodunfall wieder zurückgeholt. Seitdem im Stream gekocht? Ja. Ich koche alle zwei Tage im Stream jetzt. Oha. Was hast du gemacht? Oh, was haben wir bis jetzt gekocht? Gestern haben wir... Was haben wir gestern gekocht? Curry haben wir gestern gemacht. Schmorkohl haben wir letztens gehabt. Davor hatten wir Eintopf. So einen indischen Eintopf. Und dann... Keine Ahnung. Bolognese haben wir schon gemacht. So. Sag mal, worauf ich gerade Lust habe. Weil ich komme nicht dazu, ordentlich zu essen. Und deswegen koche ich jetzt einfach in meinem Stream. Ich habe mir das jetzt so fertig gemacht, dass ich hier nur aufstehen muss, einen Knopf drücken und dann kann ich in die Küche gehen. Also es ist quasi wieder, Dizzy war wieder faul und hat das so gemacht. Dann übrigens, Stefan, falls du auf der Couch sitzt und das guckst, danke für die LAN-Dose in der Küche. Ein Kabel nur? Toll. Stefan ist toll. Gut, jetzt bin ich das auch losgeworden. Ach, Stefan. Nun. Sind wir fertig mit unserem Wochenrecap? Ja, ne? Was ist denn eigentlich jetzt hier mit Red Dead Redemption? Ja, ist immer noch langweilig. Gut. Für mich. es gibt Schnellreisesystem. Ich find's entspannend. Aber ich habe gesagt, ich spiele es nicht mehr im Stream. Weil für einen Stream, also, nee. Da ist es mir dann doch ein bisschen zu... Entspannt? Entspannt. Genau. Aber so alleine mal eben so ein paar Missionen machen, ein bisschen rumreiten, eine Bank überfallen, da ist es schon ganz witzig. Da kriegt man ein gutes Feeling für den Wilden Westen. Aber da gibt es spannendere Spiele, glaube ich, die man im Stream spielen kann. Hitman 2 zum Beispiel. Mhm. Da habe ich gerne zugeguckt, muss ich zugeben. Da kann man sieht auch viel mehr Mumpitz machen. Sieht sehr schön aus. Man 2 habe ich auch echt Bock drauf. Red Dead Redemption 2 an sich auch, aber irgendwann. Irgendwann, wenn es für den PC kommt vielleicht. Also mein größtes Manko, glaube ich, bei Red Dead Redemption ist, es ist halt ein Open-World-Sandbox-Spiel eigentlich. Aber für Sandbox kann man nicht genug Mumpitz machen. So, für mich gehört ein Sandbox-Spiel, dass ich Mumpitz machen kann. Dass ich Leute, weiß ich nicht, aufs Gleis legen kann, dann kommt ein Zug, überfährt die oder so. Also ich mache immer noch Mumpitz schon. Ich habe zum Beispiel, gestern bin ich an einem Kidnapping vorbeigeritten. Irgendeine Frau wurde gerade von irgendeinem Ganoven halt gekidnappt. Und dann bin ich hingeritten, habe den Kidnapper erschossen. Aber statt die Frau zu befreien, habe ich sie einfach auf mein Pferd umgelegt,
bin mit ihr rumgeritten und habe überlegt, was ich machen soll. Und dann habe ich sie einfach ertränkt in irgendeinem See. Hört sich nach meiner Hitman-Experience gestern an. Ja, also sowas kannst du immer noch machen, aber ja, dann regt es dich halt immer auf, wie schlecht eigentlich das Gunplay ist, also die Steuerung im Allgemeinen, wie schlecht die ist und solche Geschichten. Ich verstehe nicht, wie das Spiel so gut bewertet werden konnte, ehrlich gesagt. Um kurz an der Geschichte anzuknüpfen, ich habe gestern bei Hitman, wollte ich ein Outfit von jemandem haben und ich war in Mumbai und dort gab es eine Kanalisation, die war ungefähr, sagen wir mal, kleine Finger tief. Und dann habe ich, falls ihr das noch nicht wisst da draußen, die schönste Mechanik, die es gibt, man kann Gegenstände Leuten an den Kopf werfen und die fallen dann einfach um. Das heißt, man muss die nicht strangulieren und so eine Scheiße, sondern einfach mit dem Brecheisen so und zack ist der down. Auf jeden Fall, ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis dann zutage kam, dass wir, wenn wir ihn erworfen haben, er kopfüber in die Pfütze gefallen ist und daran ertrunken ist. Und ich immer die ganze Zeit, hey, ich hab den doch gar nicht getötet. Was ist denn das für eine Scheiße? Und dann gab es da noch so eine ganz leichte Erhöhung von Müll. So eine ganz leichte. Und dann habe ich ihn da immer drauf geholt und dann ist er immer so tippiti, tappiti, tippiti, war er drauf und dann habe ich wieder zack. Aber auf dem Berg Müll waren halt rundherum auch immer noch Pfützen. Pfützen. Nun gut, den ersten hatte ich. Weil der musste weg, damit er das andere, von dem ich das Outfit brauchte, das nicht mitkriegt. Und der war dann an so einem Vorsprung, musste halt reiern. Und dann wollte ich ihm halt schön kackend reiß in den Arsch treten, dass er runterfällt. Jetzt dürft ihr ja dreimal raten, wer aus 2 Meter Entfernung immer wieder mit seiner hohlen Rübe in der Pfütze gelandet ist. Das heißt, das ging dann auch nicht. Da musste ich mir irgendwas überlegen. Dann habe ich 5-mal den Hammer irgendwo hingeworfen, dass der davon getriggert wird. Und dann kam der runter. Nach circa 300 Mal laden und dann habe ich ihm wieder das Brecheisen an die Rübe geworfen. Jetzt dürft ihr 3-mal raten, wie oft er in diese beschissene Kackpfütze reingefallen ist. Naja, auf jeden Fall, irgendwann ist er dann mal nicht in der Pfütze gelandet, ist nicht gestorben. Dann habe ich ihn gezogen und dann hast du nur gehört, wie du jemanden durch die Pfütze gezogen hast und er ist dann wieder gestorben, währenddessen du ihn durch die Pfütze gezogen hast. Und es gab halt wirklich so ein Millimeter zwischen den beiden Pfützen, so viel. Und dann habe ich ihn da versucht, so... Nebenbei kam auch diese ganze Zeit beep, beep, beim Rückwärtsfahren, so rein manövrieren. Ich fühlte mich wie beim Führerschein. Erstens mal einparken, bloß nicht die Kupplung zu doll, bloß nicht die Kurz. Au, 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 au! Oh, scheiße, wieder abgesoffen. Fuck! Und so ging das gestern, glaube ich, eine halbe Stunde, bis ich dann irgendwann dieses scheiß Outfit hatte und mir gedacht habe, nee, ich wäre schon 3-mal oben, hätte den anderen Wichser getötet ohne das Outfit. Da war ich ein bisschen sauer. Aber die ertrinken in Wasser, habe ich gelernt. Das wusste ich vorher auch noch. Du wolltest einfach nur die Speckelfe sein, wahrscheinlich. Ah, du weißt wen, ja? Ja, ja. Den habe ich nach, also ich habe 2-mal versucht und dann habe ich sein gelassen, weil ich den nicht in die Hütte reingelenkt bekommen habe. Hattest du auch die 2 Damen, die da die ganze Zeit standen und gegafft haben? Nee, ich hatte... bei mir kam die ganze Zeit dieser Schamane oder was das war vorbei. Dieser indische Typ mit dem Stab hinten am Rücken. Das war, glaube ich, ein Auftragsmörder. Kann sein. Der hat mich immer gestört. Ja, mich auch. Den wollte ich eigentlich umboxen. Aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ja gut, es war eine Erfahrung. Ich finde durch jetzt, fand ich es sehr schön. Mir hat mir Spaß gemacht. Es sind noch ein bisschen buggy hier und da. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie beim Wechsel von Square Enix auf Warner Brothers irgendwie am Budget gespart haben, weil Cutscenes sind keine Cutscenes mehr. Das habe ich das erste Mal gesehen und habe ich mir gedacht, warte mal kurz, was habt ihr denn da für eine Scheiße gemacht? Und schätze so, hä? Und einige schon, ja, ich finde das schon eine nette Abwechslung. Nee, das ist keine nette Abwechslung, das sind keine Videos. Irgendwann hat man sich damit arrangiert. Also da muss ich auch als absoluter Narr für Hitman sagen, nee, das ist scheiße, das hat er ja auch richtig kacke gemacht. Also, das war nicht gut. Aber die Story war cool. Man merkt auch, dass es auf jeden Fall als Episodenspiel wieder geplant war von Anfang an. Ja. Da hat Warner, glaube ich, lädt halt jetzt alle runter. Hast du schon das Ende gesehen? Nee, ne? Nein. Oh Gott, ich will mit irgendwem über das Ende reden. Aber kann ich ja nicht. Hat ja wieder keiner gespielt hier. Scheiße, ey.
Noch nicht, ich will es aber auf jeden Fall nachholen. Ja, wir sehen uns dann in 4 Jahren. Okay. Ist noch gar nicht Mafia offiziell released, oder? Nee, ja, nur für die Gold. Muss er noch warten. Naja. Darf ich mich dazu äußern, dass ich das echt scheiße finde? Mit den Videos? Nee, mit diesem, dass es jetzt irgendwie in ist, dass, wenn du mehr bezahlst, das Spiel halt 4 Tage früher schon komplett spielen kannst und dann nochmal und das, ich finde das irgendwie ein bisschen Banane. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Editionen, das ist so. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Hm? Es gibt die Vorabkäufe, wofür du richtig viel Asche bezahlst. Und dann kommen die noch auf die Idee, Influencern Keys zu geben, dass die noch 2 Tage früher spielen dürfen. Also du hast schon den frühesten Zugang, den es gibt. Du hast schon 100 Euro bezahlt und mehr. Ey, Influencer, hier habt ihr einen Key. Stachelt die Leute mal an, dass die dann doch mal die teuerste Version kaufen. Dann denkst du dir mal so, hä? Das war bei Hitman übrigens so. Ja? Ja. Und dann denke ich mir so, ey, warum gebe ich euch 90 Euro? Seid ihr bescheuert? Dann kann ich euch auch anschreiben, dann brauche ich nicht kaufen. Das finde ich schon frech. Und Influencer ist ein schlimmes Wort, ich weiß, ja. Ich kann das auch nicht mehr haben, so. Zumal, weil das, also mittlerweile ist es wirklich nur noch eine scheiß Wettrüsten, wer als erstes einen Key kriegt, so. Wer als erster erwähnt irgendwo angeschrieben hat, damit er noch früher spielen darf. Ich finde es auch schwierig, muss ich sagen, aktuell. Also das EA hat schon wieder den Vogel abgeschossen. Wartet mal, ich lese das mal ganz kurz vor, ja? Jetzt kommt's. Ist das mit Battlefield? Ja. Da ist halt die Leute sind total durcheinander. Der eine sagt, ja, okay, wir spielen heute Battlefield. Der Rest vom Chat, was ist das schon draußen? Ja, das ist schon draußen. Nein, das ist noch nicht draußen. Und dann siehst du, es erscheint dann. Und könntest du bitte den Stift da liegen lassen? Dankeschön. Es ist so ein Hackmeck und ich denke mir so. Okay, darf ich kurz vorlesen? Ja. Also, Battlefield 5 hat folgende Release-Daten. Origin Access Premium Member get full access am 9. November. Origin Access Members, also nicht Premium, die dürfen 10 Stunden Trial spielen am 9. November. Aber dann erst zum normalen Release wieder. Die Pre-Order Deluxe Edition kann am 15. November spielen. Und die Standard-Edition am 11. Am 20. November. Das heißt also, jemand, der das normal gespielt hat, darf das 2 Wochen später erst spielen. Erst am 20. November? Am 20. November kommt das Spiel offiziell raus. Die meisten Leute, die das hier spielen, also zumindest bei Twitch, die haben das nicht gekauft. Hashtag Werbung und so. Das, meine lieben Freunde, ist halt richtig fucking frech. Und ich finde das, und auch wenn ich ein großer Hitman-Freund bin und dafür 90 Tacken bezahlt habe, dass ich schon am 9. spielen darf, finde ich das auch unfassbar, das finde ich unfassbar frech. Ja. Dass dazu noch kommt, dass Leute das noch früher spielen dürfen. Also noch davor, obwohl da schon 90 Euro bezahlt werden. Ist für mich eine sehr schwierige Problematik aktuell. Nee, finde ich absolut bisschen unverschämt. Hast du das Geld, darfst du früher spielen, so einfach ist das. Wenn nicht, wartest du halt. Was? Ich würde da aus Prinzip schon warten. Gamer. Naja gut, wenn ich jetzt ein Fan von einer Spielreihe bin, so wie jetzt Dizzy von Hitman, ist das Traurige, dass sie mir auch in die Tasche greifen, weil ich, ne? Du willst ja spielen. So, aber es ist. Nein. Ja, nein. Ich muss gerade Kitana hier, die versucht die ganze Zeit den Stift zu fressen. So, jetzt. Das ist wirklich unverschämt. Das habe ich aber auch so noch nicht mitbekommen. So die letzten paar Spiele hatten das. Das habe ich echt noch so nicht mitbekommen, ja. Und Call of Duty Black Ops 4 hat jetzt Microtransactions. Ganz sneaky. Ja, ganz sneaky haben sie jetzt einen Monat nach Release Microtransactions mit reingebracht. Wie ist das denn? Was kannst du dafür kaufen? Ich glaube Skins oder sowas. Ich habe es nur nebenher gelesen. Okay. Wie viele spielen das überhaupt noch, das COD? Das war doch
super gehypt. Spielt das nur einer? Was ist ja schon wieder verschwunden, oder? Naja. Ja, Releases. Das wird, glaube ich, in nächster Zeit auch so der große Brechreiz EU. Das wird ein sehr großer Brechreiz. Auch für Twitch wird das ein sehr großer Brechreiz. Also die Ellbogen werden schon wieder hochgefahren. So, jetzt muss ich mir Kies besorgen, damit ich 3-3-4 spielen kann. Und los. Ja. Finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte extra nochmal sagen dazu, ich bin auch einer derjenigen, der manchmal eine Woche früher Kies kriegt. Ich auch. Ich lehne die auch nicht ab. Also ich ziehe mich gerade selber mit durch den Kakao. Aber es geht jetzt eigentlich nicht darum, dass du als Influencer davor die Kies bekommst. Ich finde es störend, dass es auch für jeden anderen, dass es einfach 3-4 verschiedene Release-Daten gibt. Umso mehr du bezahlst, umso früher darfst du spielen. Einfach die Leute, weißt du, wenn du geil auf dem Spiel bist, ja gut, dann machst du halt nochmal 20, 30 Kröten, wenn du es hast, machst es. Aber ich finde es so unverschämt. Am 20. dürfen die dann erst, die haben jetzt am 9. schon und dann erst am 20. Bis dahin ist das Spiel schon wieder tot. Keine Sau interessiert das dann halt mehr. Bis dahin ist das Spiel schon wieder tot. Ja. Jetzt kannst du selber, wenn du das selber spielen möchtest, kannst du erstens, guckst du bei den Leuten nicht großartig zu oder du guckst die ganze Zeit zu und hast bis zum 20. dann so viel gesehen, dass, also ich bin dann so, dass du die Schnauze schon feierst. Arschlecken brauche ich nicht mehr. Das ist wirklich dumm. Ja, gefällt mir gar nicht. Und das ist selten, dass ich mal sage, das gefällt mir nicht, aber das ist für den Arsch. Es funktioniert für den Moment, das stimmt, ja. Mhm. Das Schlimme an der Sache ist, warum das funktioniert, und ich spreche da jetzt mal aus Erfahrung und mal aus meinem Bauch raus, wir sind die Deppen, die das auch noch kaufen dann. Oh, also bei dem Rennspiel war das auch so, ne? Forza Horizon. Genau, bei Forza war das doch. Ich bin zum Beispiel so ein Idiot, wenn ich richtig Bock auf ein Spiel habe, also ich habe für Forza habe ich auch 100 bezahlt? Mhm. Ja, habe ich auch 100 bezahlt. Bei Hitman habe ich auch 90 bezahlt. Weil, also um jetzt wirklich mal ganz ehrlich den Tacheles zu reden, das macht man nicht nur, weil man richtig Bock auf das Spiel hat, sondern damit man auch als Erster da ist. Und da denkt man dann ein bisschen geschäftlich. Ans Geschäft, ja. Genau. Und da ist für mich die Schwierigkeit, dass man dann sehr oft an sein Geschäft denkt. Weil es A, Arbeitsmaterial ist, was du bei der Steuer angeben kannst. Ja. B, ist das für dich völlig irrelevant, ob du das jetzt ausgibst oder nicht? Also ich sag mal, wenn das dein Job ist, ja? Und genau da packen sie ganz viele Leute bei den Eiern. Aber sowas von. Wirklich jetzt. Also, wie gesagt, Hitman so war für mich instant, alles klar, weiß ich schon, wusste ich schon vorher, 90 Euro vorher. Damit ich das, wie gesagt, ich hab's jetzt schon durch, es kommt Dienstag raus. Aber ich war der Erste. Und dann konnte ich sagen, okay, jetzt kommt alle zu mir, schön zugucken, hier, ich hab's mir gekauft. Und das finde ich sehr problematisch. Ich weiß nicht, wo das noch hingeht. Ich habe bis jetzt noch nicht mehr bezahlt, um früher zu spielen. Ich glaube, ich überlege gerade. Ich glaube, ich auch nicht. Ich schon sehr oft. Sehr oft. Ich überlege, ob ich das bei Fallout 4 gemacht habe, aber ich glaube nicht. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Konnte man das bei Fallout 4? Bin mir nicht mehr. Ich überlege. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas gemacht hätte. Ja, Fallout 4. Weiß es aber nicht mehr genau. Jetzt kommt mal eine Story aus dem Herzen raus. Ich habe mir Black Ops 4 gekauft, damit ich die Beta spielen kann. Ich habe das Spiel, seitdem es released wurde, nicht einmal gespielt. 60 Euro ausgegeben, nämlich. Und jetzt kommt's, 4 Stunden Beta spielen da. Wenn wir mal ehrlich sind jetzt. Ja. So scheiße haben die einen an der Eier. Mit so einer Kacke. Andere Leute kaufen sich das im Keystore für 2 Euro, aber da ich keine Keystore-Support habe, ich mir das Ding erstmal für 60 Galoschen gekauft, damit ich 4 Stunden Beta spielen darf.
Ich erzähle euch das da draußen nur, damit ihr, ne? Ich sammle gerade Sympathiepunkte. Hätte Ubisoft bei For Honor auch machen sollen, hätte es wenigstens ein bisschen Geld verdient. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber sie haben lieber das Budget für große Turniere ausgegeben, um damit Leute eingeflogen werden. Und dann hat es keiner mehr gespielt. Es gibt aber auch sensationell viel. Was war der krasseste Fail, den ihr in der Gaming-Industrie mitgemacht habt? Also was wie zu For Honor zum Beispiel jetzt. Schwierig, weil meistens wirst du ja gewarnt. Ich hatte auch Bock, Quiet Man zu spielen. Ein Blick ins Internet und ich wusste, ich werde es nie spielen. Außer halt, ich mache irgendwann mal auch einen Schrotttober. Ja, No Man's Sky, aber ich weiß nicht, ich hatte selbst an No Man's Sky Spaß, wie es rauskam letztes, vor 2 Jahren. Ja, ich nur sehr kurzzeitig, ne? Ich hab's damals, ich hab's nicht zurückgegeben. Ich dachte, naja, vielleicht kommt noch was. Kam was? Es kam jetzt, ich hab's auch vor einer Weile auch nochmal gespielt. Da hatte ich dasselbe mit dem Mic, was die ganze Zeit offen war. Und ich das nicht wusste und geredet habe und plötzlich einer zu mir meinte, was laberst du, Junge? Das war No Man's Sky. Nee, aber ansonsten, also eine Enttäuschung, die für mich halt irgendwie. Eine Enttäuschung, die für mich halt wirklich groß war, weil für mich das Spiel so eine gewisse Bedeutung hat, so in den ganzen, auch in meiner ganzen Streaming-Laufbahn, war halt Outlast 2. Mhm. Fällt jetzt nicht so im Rahmen Online-Game, aber Outlast 2 fand ich super enttäuschend, weil so das erste Drittel hatte noch so diese Atmosphäre, auf die ich gehofft hatte, so alles baute sich so, es gab Stellen, die waren ein bisschen schneller. Es gab auch wieder Stellen, die waren ein bisschen ruhiger, so, ne, dass man immer so ein bisschen einen Wechsel hatte. Aber ich fand, ab dem zweiten Drittel Outlast 2 ist man nur noch gerannt von einem Mist in den nächsten. Und es hatte für mich dann überhaupt keinen Horroraspekt mehr, weil ich mir dachte, oh ja gut, jetzt ist der Part durch, jetzt komme ich in Part C, da rennt mir wieder einer. Es ging so weit, dass es gab irgendwo eine Stelle, da kam ein Fahrstuhl hoch und da habe ich schon vorher gesagt, pass auf, da sind jetzt mindestens 5 drin. Fahrstuhl geht auf, sind 6 drin. Ich sage, okay, sorry, ich habe mich geirrt, waren 6 drin. Und die Rennerei ging weiter und du bist halt irgendwann in dem Spiel nur noch gerannt. Und das fand ich halt mega enttäuschend, weil irgendwie Outlast war für mich, ja, hatte für mich so eine gewisse Bedeutung, irgendwie der erste Teil. Der zweite war eine mega. Ich fand ihn echt schlecht. Ja, das ist so das, was mir als erstes dabei einfiel. Sonst, vorne habe ich nicht gespielt, weil da war schon alles vorbei. Als ich drüber nachdachte, vielleicht mal reinzugucken, war schon alles vorbei. So. Und sonst weiß ich nicht. Star Citizen. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Oh, aber ich muss aber mal lachen, wenn einer was dazu sagt. Ja. Aber da lachen wir schon lange drüber, oder? Ja. Wie lange lachen wir eigentlich schon? Sehr lange. Ich habe letztens eine sehr lange Diskussion darüber geführt. Und da bin ich zu dem Punkt gekommen, also ich bin ja oft dann an dem Punkt, wenn ich solche Dinge anspreche, wenn ich merke, dass Leute richtig hart in die Presche springen, macht, was ihr wollt. Do whatever the fuck you want. Also ich muss immer noch lachen über Star Citizen, weil das auch gerade im Chat stand. Was war denn noch so ein richtig schöner, großer Fail? Ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, was wir schon so an Fails mitgemacht haben. Mafia 3. Mafia 3 war auf jeden Fall, der Anfang war mega krass und dann hat das auch sehr stark abgenommen. Also sehr, 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 sehr stark. Das habe ich ganz oft gehört. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das habe ich ganz oft gehört. Dass es zum Ende hin immer schlimmer wird. Mafia 3 ist wie das erste Mal Sex. So schnell warst du noch nie oben und so schnell warst du noch nie unten. So ungefähr fühlt sich das an. Zwischendurch hast du aber auch ganz schnell nochmal abgespritzt, weil die Musik so gut war und dann hast du voll einen Hänger und dann war es vorbei. So ungefähr fühlt sich Mafia an. Okay. Ja? Freitag der 13. sehe ich gerade. Aber da habe ich nur die Beta gespielt. Freitag der 13. Aber das ist auch tot, oder? Spielt es noch irgendwer? Weiß ich gar nicht. Ich habe letztens, glaube ich, kurz mal wen gesehen. Das ist, wo dieser eine sich immer so seltsam erschreckt und so seltsam guckt, muss ich immer lachen.
Ja, das immer dasselbe halt Intro. Und aber ansonsten ist es Müll. Wer führt denn da das Genre ab? Wie heißt denn das? Ja, ich überlege auch gerade. Dead by Daylight ist doch. Dead genau. by Daylight, genau. Ja, DVD. Dead by Daylight. Das sehe ich überall und viel. Aber ja, Freitag der 13. hat sich nicht durchgesetzt. Warum es sich nicht, ich bin nicht so der Survival, also weiß ich gar nicht, warum es sich nicht durchgesetzt hat. Das war ja wie Dead by Daylight im Endeffekt. Vier Leute müssen escapen. Ja, du hattest ja Ausgänge. Bei Dead by Daylight geht es einfach nur darum, zu überleben und zu flüchten. Ja, doch, auch zu flüchten, aber ja. Es ist irgendwie immer dasselbe mit diesen Dingern in Betrieb nehmen und dann öffnet sich das Tor. Bei Freitag der 13., da hattest du die Möglichkeit, entweder mit einem Auto oder mit einem Boot oder so. Das fand ich eigentlich zum Zusehen, fand ich das ganz spannend. Und dann hat es auf einmal keiner mehr gespielt. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, was das war. Ich hatte auch damals die Beta gespielt und da war irgendwie der Mega-Hype um dieses Ding und ich fand es eigentlich auch ganz, ganz cool. Also ich war jetzt nicht so, ich mag halt auch, keine Ahnung, Freitag der 13. oder Michael Myers jetzt bei Dead by Daylight, sowas ist halt, ich mag sowas einfach. Aber komischerweise war es auch bei mir so, als das Spiel dann raus war, also in der Beta war ich noch so, ja, ich glaube, das spiele ich weiter, aber als es rauskam, also ich hatte keine Lust mehr. Hm. Also irgendwie war die Luft dann auch raus. Weiß nicht, kann gar nicht benennen, woran es lag, aber war dann nicht mehr. Was Labby gerade schon genannt hat, für mich die größte Enttäuschung, die ich auch gespielt habe, war Ni No Kuni 2. Das war Ni No Kuni 1 war so ein unglaublich liebevolles Spiel, was ich 120, 150 Stunden gespielt habe, um mir alles zu holen und jedes meiner Wesen zu upgraden und es war ein unglaublich liebevoll erzähltes Spiel mit einer tollen Story, die einen mitgenommen hat und dann kam Ni No Kuni 2 und ich so, oh mein Gott, ja, es wird so toll. Und das hat auch so angefangen, weil man so gehypt da reingeht, ja, und guck mal, wie schön das aussieht, so. Und umso mehr Stunden vergangen war, war dann so. Und dazwischen habe ich dann irgendwann Pause gemacht. Ich glaube, ich habe das 1-2 Wochen überhaupt nicht mehr gespielt. Und dann so der Chat, müssen wir nicht noch das Ende von Ni No Kuni spielen? So, ach ja, scheiße, da war ja noch was. Hm. Ich habe 30 Minuten in dem Spiel gebraucht, um zu wissen, dass das nichts wird. Ich habe gehofft, dass es noch besser, aber es wurde noch schlimmer. Also es wurde immer langweiliger und es hat echt keinen Spaß. Das war eine Platin, wo diese 100%, wo ich mich echt so ein bisschen gequält habe, weil ich eben auch sehr enttäuscht war. Diese Mini-Militäreinsätze, die du da gezwungenermaßen machen musst, die absoluter Schrott waren und nee, das war so das, was ich mitgenommen habe, meine größte Enttäuschung. Och, absolut. Meine Liste ist so lang. Machen wir doch mit Star Wars Battlefront weiter. Habe ich nicht gespielt. Oh, habe ich auch nicht gespielt. Also ich hatte immer Bock drauf, aber das wurde dann schon so schnell so sehr zerrissen, dass ich mir dachte, okay, dann probiere ich es gar nicht erst. Weil irgendwas, wenn alle so am Ranten sind, irgendwas muss ja dran sein. Ne? Ich hatte ein bisschen recherchiert wegen dem Spiel, weil wir letztes Jahr die Bretter des Jahres hatten. Und das war in der Flop-Kategorie. Und das hatte ich mir so ein bisschen, hatte ich mir das rangenommen, um über Flops und das Ganze zu reden. Und das war ja. Also meine ersten 10 Minuten und einzigen 10 Minuten in dem Spiel waren, ich mache das Spiel auf und es ist kaum möglich, eine Party zu gründen. Und wenn du in dieser Party bist, hast du Voice over IP, was du nicht muten kannst. Ich bin schier, also es gibt wenig Dinge, wirklich, die mich richtig aus der Haut fahren lassen. Ne? Boah, das würde mich auch so übelst triggern. Aber wenn du ein Spiel anmachst, was fucking 60 Euro kostet und du kannst die Pisse nicht muten, ist das Spiel schon der komplette Reinfall. Ist mir scheißegal, ob das Beta ist, ob das sonst irgendwas für ein Stadium ist. Das ist die größte Scheiße, die irgendein Ochse jemals programmiert hat. Und wer auch immer in einem großen Studio in einem Multiplayer kein Push-to-Talk einbaut, hat für mich schon überhaupt nichts bei Multiplayern mehr zu suchen. Und das war für mich echt, da krieg ich aus der Haut fahren. Da kommt kein Schweiß aus dem Porn, sondern Blut, weil ich mich so aufrege innerlich. Das macht mich wahnsinnig. Uff. Meine Fresse, das war richtig schlimm. Sea of Thieves war genauso schlimm.
Da wollte ich eigentlich im Stream weinen. Ich hab mir erst überlegt, lasse ich die Tränen laufen und dann musste ich lachen. Das war, glaube ich, das war schon lange. Also das war eine sehr große Enttäuschung. Sea of Thieves war wirklich das war ein Fiasko. Also das war wirklich ein sehr, sehr großes Fiasko. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Naja, das war, wo die alle so, yeah, dann machen wir hier zusammen den Kraken. Yeah. Ja. Ich habe selber gar nicht gespielt, sondern meine Freundin hat das gespielt. Und ich habe bei ihr dann ein bisschen zugeschaut einfach, weil sie da so ein, noch, ich glaube, bevor, ich glaube, es war sogar vor Release, sie hatte da irgendwie einen Key für. Und ich habe ein bisschen zugesehen und dachte, ja, naja, also... Wasser sieht hübsch aus. Alle, Wasser sieht hübsch aus und alle waren halt so, ja, das sind ja nur 25% des Spiels, das kommt ja alles noch, das kommt ja dann, wenn es released ist. Und dann wurde es released und ich dachte mir, das sind jetzt nur 30% des Spiels dann wahrscheinlich und der Rest wird vielleicht noch nachgepatcht, ich weiß es nicht. Aber ich fand es auch nicht pralle. Ich fand es auch überhaupt nicht pralle. Aber die Idee fand ich gut. Ja, grundsätzlich. Ey, das Spiel hätte den Rahmen gesprengt. Ja. Wenn sie einfach nur ein paar mehr Leute da reingezogen hätten und nur ein bisschen sinnvollen Content reingepackt hätten, wäre das explodiert. Boah, war das kacke. Uff, war das kacke. Und da war ich so traurig, ne? Och. Also da habe ich, glaube ich, fast 45 Minuten so doll gerantet im Stream, weil mich das wirklich... Da war ich auch sehr wütend. Da war ich sehr, sehr wütend. Ich wollte es nämlich sehr gerne mögen. Da war ich sehr sauer auf Microsoft übrigens. Weil ich sonst immer gesagt habe, Microsoft, ihr seid... Ach, das war doch sogar mit euch, oder? Ja, klar. Weil ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt und dann hat Microsoft mich nicht geschmust. Da kamen jetzt auch DLCs raus, oder? Für Sea of Thieves. Haben die irgendwas verbessert? Oder ist es im Endeffekt... Ich sehe es nirgendwo mehr laufen. Nee, ich auch nicht. Mitleid habe ich das jemanden anmachen sehen. Also schon seit Monaten nicht. Nirgendwo. Ja. Oh, dieser Controller sah so hübsch aus, den es da von Xbox gab. Das war ein sehr hübscher Controller. Hashtag Werbung. Du musst immer Hashtag Werbung darfst du nicht vergessen, Sadi. Egal, was du neu sagst. Ich lebe nicht in Deutschland. Ach so. Ja gut, aber du musst ja für die Doofen immer alles deklarieren. Ja, Hashtag keine Werbung, sah aber gut aus. Bitteschön, aber nimm auch bitte für alles was an, ne? Damit dir auch jeder was schickt. Was? Ich habe das nicht bekommen. Ach so, Entschuldigung. Ich hab okay, du hast die Ironie nicht verstanden. Ja, ich habe den bekommen. Hast du den bekommen? Ich? Ja. Denkst du, mir schickt irgendein Entwicklerstudio irgendwas? Weiß ja nicht. Nein. Du musst mir mal nachfragen. Nein. Nee? Natürlich nicht. Ich kenne doch keine Sau. Den fand ich schön. Der sah gut aus. Der war mit Violett. Außerdem ist mein Publikum so alt, den kann ich nichts erzählen, was die sich kaufen sollen. Oh, geil. Hashtag Werbung. Hey, guck mal. Sparkasse ist die geilste Bank ever, Alter. Fick dich, Dizzy. Hau ab mit der Scheiße. Mal Computerspiel an. Als ob ich irgendwem was verkaufe. Hey Leute, wir haben super exklusive Codes von AMD Ryzen. Hau ab, ich will nichts kaufen. Verpiss dich. Schön, dass du Werbung machst. Jetzt schenk die Cola halt die Fresse und spiel Hitman. So ungefähr stelle ich mir den Otto-Mal-Viewer von Dizzy vor. Und dafür liebe ich sie auch manchmal. Aber wenn sie was... Bitte, mach du. Entschuldigung. Und was noch eine Riesenpleite war, was ich aber auch nicht gespielt habe, wobei ich den Vorgänger gespielt habe, war hier Mittelerde Mordors Schatten, ne? Auch gut. Also zwei, ne? Shadow of War. Ja, genau. Wie? Shadow of War? Ja. Den habe ich nicht gespielt. Ich habe den ersten gespielt und fand den, ich glaube, ab der Hälfte ziemlich langweilig, weil es immer das Gleiche war. Das war nicht die Hälfte. Das war das ganze Spiel nochmal, damit sie ein bisschen mehr Content hatten. So ein bisschen grünere Map. Da haben sie ein bisschen paar grüne Farben reingemacht, alle Gegner ein bisschen stärker. Und das haben sie dann als zweite Hälfte verkauft. Also ich habe den Vorgänger gespielt gehabt und ich hatte meinen Spaß. Ich fand das Nemesis-System neu und spannend. Ich fand das gut umgesetzt. Es hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das habe ich schon oft gesagt. Das zweite habe ich bis jetzt noch nicht angefasst. Die haben das aber jetzt, glaube ich, vor einem Monat oder so
haben die diese Transaktion wieder rausgenommen. Sympathisiere ich schon mit Slabby, hört ihr es? Soweit ist es jetzt schon. Ja, aber da soll es ja diese Stelle geben, wo man entweder bezahlt oder Ewigkeiten grinden muss, um weiterzukommen. Ja, ich glaube, wenn du das alternative Ende freischalten möchtest, musst du irgendwie 40 Stunden grinden. 40 Stunden schon? Wow, das ist schon viel, ungefähr, ne? Ja. Ich habe dieses Jahr so viel Geld gespart, ne? Ohne Scheiß, ich habe das mal so aus Jux und Dallerei habe ich mich mal hingesetzt und habe mir das mal gedanklich hochgerechnet, was ich dieses Jahr gespart habe, weil ich Spiele nicht gekauft habe. Das war eine Menge. Eine Menge. Ich habe dieses Jahr einmal richtig Geld in den Sand gesetzt. Einmal, wo es mir einfach so wehgetan hat. Einmal. Der Hast Rest du einen Schlüpfer gekauft für Stefan oder was aus der Tarn? Nee, der läuft immer nackig rum. Das bringt nichts mehr. Und dann hat der Drecksack auch noch reingeschissen und dann war alles vorbei mit der Hose. Nein, ich habe mir dieses Extinction. Ach komm, das war doch nicht teuer. 60? Das hat 60 Euro gekostet. Hat das wirklich 60 Euro gekostet? Ja. Ach so, das habe ich bei Steam wieder zurückgegeben. Tja, ja, das konnte ich auf PC. Nicht, weil ich habe es mir im PSN-Store geholt. Und seitdem hole ich mir wieder Discs. So, ne? So, hier, so, mit, na? Kannst du, wenn du Schund dabei hast, kannst du das nämlich wieder weggeben. Oh, Little Nightmares ist sehr gut. Das hat mir wirklich das Einzige, was mir dieses Jahr richtig, richtig wehgetan hat. Dieses Spiel. Das hat mir wehgetan. Ansonsten so, ja gut, Ni No Kuni war halt eine Enttäuschung, aber naja, ne? Aber das hat mir richtig wehgetan. Zurückgegeben dieses Jahr habe ich Raft. Ich fand Raft so stinklangweilig. Das ist das mit dem Hai, wo man auf diesem Floß ist, oder? Ja, ja, genau. Ja. Du bist auf dem Floß. Auch wieder so ein Survival-Game. Ne? Mag ich an sich. Aber, und dachte, na, ist vielleicht was Neues mal, irgendwie anderes Setting. Aber es war so stinklangweilig. Ich hatte, also nach anderthalb Stunden oder so, dachte ich, Alter, nee. Nee. Habe alles gesehen, danke schön. Nee. Freue ich nicht. Das war, nee. Nicht mein Ding. Ich überlege gerade. Kam Far Cry dieses Jahr raus? Nee, ne? Letztes Jahr. Das habe ich ausgelassen, weil mir das Setting nicht gefällt. Ich glaube, Far Cry 5 war das, ja. Far Cry 5 habe ich auch 2 Stunden gespielt. Habe ich wieder ausgemacht. Aber ich habe dieses Jahr wirklich sehr viele Spiele auch schon bewusst ausgelassen. So viel, dass man irgendwann mir einen Mod geschrieben hat. Sag mal, Dizzy, willst du irgendwann mal wieder was Neues spielen? Du spielst ja nur noch alte Kamellen, ey. Ich habe, glaube ich, den kompletten August und Oktober fast alles ausgelassen. Irgendwie sowas in dem Dreh. Aber ich glaube, so haben wir alle schon mal unsere Fehlkäufe gehabt, oder? Ja. Fallout 4. Mein größter Fehlkauf bis heute. Fandst du so scheiße, oder wie? Ja. Also ich fand es auch lange nicht so gut wie den dritten zum Beispiel. Aber Fehlkauf würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe es aber auch, muss ich ehrlich zugeben, nie ganz durchgespielt. Also so gereizt hat es mich dann irgendwann nicht mehr. Das war irgendwann durch. Ich habe das komplett durchgenudelt mit allen drei Enden, mit jedem DLC und jedem Achievement, was es gibt. Fallout 4 habe ich komplett durchgenommen. Okay. Nee, das war irgendwie... Aber das Dreier und New Vegas hat mir trotzdem einen Ticken besser gefallen. Aber habe ich halt jetzt nicht, weißt du, auf neu und hübsch gemacht. Dann nehme ich halt Fallout 4 und ich habe sehr viel Spaß gehabt mit Fallout 4. War eine sehr schöne Zeit. Na, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? So ist nicht. Also ich hatte auch Spaß dran, aber es hat mich nicht bis zum Ende gehalten, irgendwie. Ich weiß nicht, was gefehlt hat. Bei Fallout 3 weiß ich noch,
bin ich irgendwie ohne groß Storyline zu verfolgen einfach losgelaufen und wollte alles entdecken, jede Ecke, und bin hab zufällig irgendwelche Missionen gefunden und so weiter. Es war eine richtig geil. Ich weiß, hab keine Ahnung, wie viele Stunden ich in Fallout 3 hatte. Es waren locker über 200 mindestens. Aber Fallout 4 hat es irgendwie nicht geschafft. Irgendwas hat mir da gefehlt. Und es war sehr bunt. Das war auch, fand ich auch so, fand Fallout 4 sehr bunt im Vergleich. Für mich hat einfach Fallout 4 alles kulminiert, was ich an Game Design nicht mag. Also, du kriegst halt am Anfang alles und ne, ich weiß, es gibt super viele Leute da draußen, die super viel Spaß mit dem Spiel hatten und 100.000 Stunden da investiert haben, und denen will ich es auch gar nicht absprechen, aber für mich, das, was ich an einem Rollenspiel eben mag, hatte dieses Spiel halt in keinster Weise. So, keine Story, die mich gebannt hat, keine Entscheidungsmöglichkeiten, wie ich meinen Charakter also storytechnisch gestalten kann oder so. Einfach nur, keine Ahnung, Open World, Riesen und dann mach, was du willst, aber irgendwie alles irgendwie langweilig. Keine Ahnung. Ich hatte halt keinen Spaß. Red Dead Redemption war ein Fehlkauf für 70 Euro. Ich möchte mich jetzt offiziell dazu outen. Aber du hast es etliche Stunden, also du hast viel Zeit investiert. 50 Stunden. Hätte ich sinnvoller nutzen können. Wobei, nee, aus Red Dead Redemption entsteht ein komplettes Highlight-Video. Dafür hat sich's gelohnt. Und da geht's nur um Reiten. Man hätte es kaum geglaubt, oder? Ja, das waren 70 Euro, die... Also wirklich an dieser Stelle habe ich ein bisschen... Also ich will nicht sagen, dass ich da jetzt an der Stelle an Rockstar zweifle. Weil es ist ähnlich wie Red Dead Redemption 1. Ich glaube, für mich selber ist einfach so schade. Schade um das Geld. Da hätte man auch irgendwie zu was anderes machen können, glaube ich. Wollen wir nicht eigentlich mal über Kane reden? Es fühlt sich an wie Spoiler Alert mittendrin irgendwie heute. Nun. Hey, na? Schon nur dabei. Hey, mittendrin. Kane. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung nochmal an dieser Stelle. Habe ich euch zwar schon vorm Stream gesagt, aber ist egal. Trotzdem schön, dass du Zeit hattest. Ja, gerne. Wo wir gerade, vorhin hast du ja, um jetzt mal den Bogen zu dir zu schlagen, du hast ja erzählt, dass du auch Synchronsprecher quasi oder Synchronsachen machst quasi, richtig? Genau. Hast du schon was gesprochen? Ich habe schon Sachen gesprochen, aber nichts davon werdet ihr kennen, vermutlich. Bis auf vielleicht, es gibt das Einzige, was wahrscheinlich jemand kennen könnte, ist die... Berliner Synchro von Pineview Drive. Es gibt bei Pineview Drive eine Berliner Fassung, die so ein bisschen quasi, also auf Fun ist, so ein bisschen Fun ist Pineview Drive. Ist das nicht ein Horrorspiel? Ja. Ein Horrorgame, genau. Und da habe ich eine Berliner Fassung mal für, weil ich den Entwickler irgendwann kennengelernt habe im Laufe der Zeit, und der hat gesagt, beziehungsweise ich habe Pineview Drive damals gespielt und mich hier und da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Weil es halt schon ganz, ja, so ein bisschen absurde Dialoge einfach gab, und habe das dann so als im Berliner Dialekt nachgesprochen, und das hat er gesehen und fand es wohl so lustig, dass er gesagt hat, komm, nimm das doch mal auf, und wir nehmen das direkt ins Spiel mit rein. Und das habe ich dann gemacht, also deswegen, das ist das, was man kennen könnte. Ich habe sonst, wenn ich euch die Titel sage, kennt kein Schwein. Also ich habe in der Vergangenheit, auch während meiner, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, 3 Jahre lang, und auch in der Zeit hier und da mal Sachen gesprochen für Agenturen oder so, aber kenn kein Schwein. Also so große Sachen, das hat, da ist eher mein Vater der Mann für gewesen, aber ich bin auch mehr so im illustratorischen Bereich bin ich mehr unterwegs, also im Moment zumindest. Ich würde gern mehr synchron machen, definitiv, und habe da jetzt auch schon neue Angebote für eigentlich dieses Jahr. Mal gucken, wann die jetzt kommen mit einem Termin.
Aber ja. Wurde dir in die Wiege gelegt? So ein bisschen, ja. Mhm. Also mein Vater, ich bin halt damit aufgewachsen, weil mein Vater halt Synchronsprecher war, auch recht bekannter Sprecher war. Hat Garfield synchronisiert in den 80er Jahren, 80er, 90er Jahren, hat den Möter, falls jemand Spaceballs kennt. Halb Mensch, halb Köter. Halb Mensch, halb Köter, genau. Das war auch mein Dad. Mein Dad war der Möter. Und Lucky Luke hat er auch stellenweise oder streckenweise gemacht und viele, viele, viele andere Sachen. Und hat mich halt früher, als ich schon ganz klein war, immer mit in die Studios genommen. Und das war schon da. Also für mich war das halt ja schon da recht so der Alltag oder recht normal. Ich bin so ein bisschen damit mit aufgewachsen, habe dann später in einer Medienagentur gearbeitet, also in einer Theater-Medienagentur, die ja viel sich um Musical gekümmert hat, aber da war es irgendwie so, dass ich dachte, ja, jetzt mein Leben lang Musical-Plakate designen in einem Büro, weiß ich nicht, will ich das für mein Leben jetzt für die nächsten 40 Jahre? Und dann habe ich mich doch nochmal umentschieden, bin auf eine Schauspielschule gegangen und in der Zeit auf Twitch gelandet. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber jetzt bin ich hier und mache eben zur einen Hälfte Twitch und auf der anderen Seite Auftragsarbeiten mit ja, Illustrationen oder wenn mal synchron anfällt, auch mal synchron. Aber es ist sehr schwer, da erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das muss man schon sagen. Ich habe so ein bisschen den Papi-Bonus. Das merke ich manchmal, wenn ich meinen Namen sage oder meinen Nachnamen sage, dann gibt es schon so ein paar, die sagen, Moment mal, irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ich denke, dadurch habe ich auch ein paar Sachen oder ein paar, bei einigen so ein bisschen Stein im Brett im Vorfeld, was ich ehrlich gesagt manchmal gar nicht so cool finde, dass es so ist, aber es ist halt einfach so. Ich kann, was soll ich machen? Und naja, und das ist so, was ich mache. Im Großen und Ganzen. Jetzt sag mal ein Spiel, was du synchronisiert hast aus der Pine Bio. Spiel? Oder irgendwas. Ich find's raus. Was habe ich gemacht? Es gab, ich habe keine Ahnung, wie genau der Titel war. Es gab eine App mit der Geschichte von Rotkäppchen. Da habe ich, glaube ich, 3 oder 4, also die war für Kinder konzipiert. Ich glaube, es sollte auch so eine Lern-App sein. Da habe ich 3 oder 4 verschiedene Sachen. Da gab es dann aber auch einen Bürgermeister. Also es war so diese Rotkäppchen-Geschichte, so ganz merkwürdig, skurril abgewandelt mit einem Eichhörnchen und was weiß ich. Das habe ich gemacht. Dann habe ich auch für, das war einmal eine Lesung, wurde dann aber später auch als Hörspiel noch gemacht. Chaos Sun Road hieß das. Das war ein neues Stück eigentlich, was, glaube ich, auch irgendwann mal aufgeführt wurde. Ich weiß es aber nicht, ich habe das dann nicht mehr so verfolgt. Da habe ich eine Rolle drin gesprochen und auch was gesungen. Ach stimmt, ja, du hast genau. Ja, oh, ich entsinne mich, wir hatten ja schon mal das Vergnügen in GTA. Genau, genau, stimmt. Du warst das ja die alte Rapsau, richtig. Genau, Albert Bock. Albert Bock, aber das ganze GTA-Ding lief irgendwann so aus dem Ruder, dass ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, wenn ich ehrlich bin. Also so die ganze, das wurde so ein Gehate, überall, wo man nur hinkam, wurde alles nur noch zerrissen, da hatte ich dann irgendwie keinen Nerv mehr auf das ganze GTA-Ding so. Mhm. Aber ja, da habe ich auch gesungen und Gott, was habe ich noch gemacht? Das, wofür ich, es gibt die großartigen 8 Sekunden, wo ich mich, auf denen ich mal auf Sat.1 zu sehen war. War das so eine Reportage von der Dreamhack mit fetten Kindern? Nee. Nee, es war tatsächlich ein Film mit, und ja, ich schäme mich, aber ich brauchte das Geld damals, um mir die Ausbildung zu bezahlen. Es war ein Film mit Veronika Ferris, tatsächlich, in dem ich, also der Drehtag ging 12 Stunden. Alles wurde rausgeschnitten bis auf 8 Sekunden, wo ich kurz ein bisschen was stotter in dieser Szene. Aber es war eine so derartig, die Staatsaffäre hieß das. Und das war eine so grauenvolle Story. Da war Veronika Ferris, die Bundeskanzlerin, die ein Techtelmechtel anfing mit dem französischen Staatspräsidenten. Also quasi so verbotene Liebe mit höherem Budget und Veronika Ferris. So. Es war alles. Wer hat denn den französischen Präsidenten gespielt?
Das weiß ich nicht mehr. Es müsste ich, ich weiß ich nicht mehr. Was die Staatsaffäre. Sarkozy-Zeit. Uwe Ochsenknecht oder Gérard Depardieu. Nein, ich glaube niemand, ich kann es mal kaum, ich google das jetzt mal kurz. Ich weiß nicht, ob das jemand, also sie war auf jeden Fall der bekannte Part. ich muss mal schauen, die Staatsaffäre. Oh Gott, der ist komplett bei YouTube, ist ja gruselig. Aber warte mal, wo sind denn die? Der muss ja doch gut sein. Oder so scheiße, dass er nicht gestrikt wird. Wirklich. Es war wirklich ein bisschen peinlich, aber warte mal. Die Länge hier steht Produktionsjahr. Nee, ich irgendwie stehe sie. Kannst du dich an deine 8 Sekunden erinnern? Philipp Karreuth, glaube ich, war das hier. Philipp Karreuth, keine Ahnung, sagt mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nichts. Ja, ich kann mich an meine 8 Sekunden erinnern. Ich war der Verlobte, mein Name war Rolf. Der Name wurde aber gar nicht genannt. Aber du hast doch so eine richtige Rolf-Stimme. Findest du? Herr Rolf nee, sind immer so verrauchte, verruchte. Oh. Ja, also Rolf, das weiß ich noch, Rolf war mein Name und ich war der Verlobte der Nichte der Bundeskanzlerin. Ich glaube, so rum war das. Und sie kam dann, also Ferris kam dann auf so eine Grillparty, weil wir so eine Verlobungsfeier da spielen sollten. Und dann sage ich ihr halt zum ersten Mal Hallo und bin halt nervös und oh mein Gott, Frau Bundeskanzlerin und so. Und naja, ich habe dafür 500 Euro gekriegt, dementsprechend. Damit war dann ein Monat Schauspielschule wieder bezahlt und ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie das so ist. Ach, du warst richtig auch live da? Ja. Ach, krass. Also, du warst visuell auch. Ja. Man krass. Sieht mich da mit einer furchtbaren Frisur, richtig. Ganz furchtbar. Ja. Das nice. Ist so, ja. Es ist immer sehr interessant, wenn du so solche Leute da hast, was sie immer so aus dem Nähkästchen plaudern können. Ich finde die Geschichte sehr schön übrigens. Danke. Ja, das waren so die großen 8 Sekunden. Ja, und sonst halt, wie gesagt, sonst viel kleinere Sachen, die könnte ich zwar, ja, sagt keinem was, so wirklich. Gameplay 8 Sekunden, Sat.1. So, jetzt gucke ich. Wirst du das wahrscheinlich nicht finden. Es gab tatsächlich mal eine Zuschauerin von mir, die hat das so lange, weil ich das irgendwann mal erzählt habe, so lange gesucht. Ich glaube, die hat das selber dann rausgeschnitten. Ich weiß aber nicht, ob die das irgendwo hochgeladen hat. Das bezweifle ich. Das ist relativ am Anfang von diesem Film gewesen. Aber frag mich nicht, wo oder wie genau. Also, falls das jemand hat, ja. Sharing is caring, Leute. Sharing is caring, ja? Oh, es ist so peinlich. Nein, es ist eigentlich ist nicht peinlich. Viel. Es ist halt auch wirklich nicht viel, ne? Aber 8 Sekunden können ein ganzes Leben sein, Kane. Ja, das stimmt. 8 Sekunden Internetzeit sind fast 7 Jahre. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich habe auch so die Leute, mit denen ich teilweise täglich quatsche, auf dem Teamspeak oder was auch immer, wenn ich mit denen mal 2 Tage nicht rede, habe ich das Gefühl, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gehört, so. Eben. Internet sein. so. Ja. Aber du hast ja dann doch schon etwas breiteres Portfolio, nicht? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist Synchronsprecher oder sagen wir mal angehender Synchronsprecher, du bist Illustrator. Übrigens, hast du den Comic extra gemacht für den Plankenschnack am Sonntag? In dem Video-Trailer? Ja. Also jein, das ist noch ist auch Teil von einem anderen Clip. Was der jetzt morgen rauskommen soll. Aber da ich sowieso am Arbeiten daran war, habe ich gedacht, na gut, wenn Sully die Pöblerpässe klaut, dann nehme ich jetzt einfach mal die Animation, die ich schon habe und bastel daraus noch für einen Plankenschnack irgendwie was Kleines. Weil also, irritiert, in dem ich wollte Sinne, dich erst anschreiben, sage ich, Alter, ist das jetzt Zufall? Hattest du das schon im Petto? Nee, ich oder hatte, hast du das jetzt extra dafür gemacht? Nee, Slabby hatte mir das halt geschickt und dann dachte ich, ach komm, das machen wir jetzt noch schnell irgendwie. Und dann habe ich mich eine Woche hingesetzt und das noch zusammengeschustert und dann rübergeschickt. Er meinte, 2 Wochen hast du Zeit. Ich meinte, ich mach's in einer. Habe ich letzte Woche auch gesagt, habe ich eine Woche überzogen. Nice. Wir brauchen das in 2. Ich mach's in einer.
Woche später. So sieht's aus. Aber original eine Woche später. Oh. Sorry. Ach du Scheiße, irgendwer hat den Link gedroppt, glaube ich. Ja, aber das ich ist das gerade ganze Film. Ah, ich hab dich. Okay. Ich hab dich gefunden. Oh, sag die Zeit. Oder schick mit Zeit im Chat. 9,51, wie heißt das? Fix im Chat! 9,51? Ja. Hübsche Friese, ja, ich weiß. Bist du jetzt echt, was, 9,51? Da ist die Zeit. Was ist das für eine Anzeige? Ach, 9 Minuten! Ja, ja. Die Fresse, oh Gott, entschuldigen Sie. Das sagt halt schon so aus, ey, Ferris, verpiss, ich hab keinen Bock, ich will ein bisschen Kohle, Alter. Großartig, geht, nice. Ja, aber ne, weißt du, für so eine Kleinigkeit, das hat trotzdem den ganzen Tag gedauert, ne? Du wirst dann ja morgens um 5 wirst du angekarrt und dann wartest du den halben Tag und dann ist es ja auch bei so, ja, es ist, natürlich war irgendwie Sat.1 und größere Produktion dementsprechend, also größeres Budget, aber trotzdem hatten die nur zumindest an dem Tag nur eine Kamera. Das heißt, für jede Kameraeinstellung mussten sie dieses Riesenteil erstmal wieder komplett umbauen. Das hieß dann erstmal wieder eine halbe Stunde warten, nächster Shot, so, wieder umbauen, wieder eine halbe Stunde warten. Es gab einen Typen, da dachte ich, den Job möchte ich gerne haben, der war nur für die Grillwürste zuständig. Der war dafür zuständig, darauf zu achten, dass die Würste nicht verbrennen und wenn sie durch sind, die vom runterzunehmen und neue Würste auf den Grill zu packen, dass für die nächste Szene, ne, dass wieder alles irgendwie das gleiche Bild ist. Und er war nur für die, hat er mir auch gesagt, ich bin nur für die Grillwürste heute zuständig. Sag, cool. Wie viel kriegt man dafür? Weiß, habe ich leider nicht erfahren, aber das war sein Job. War der Wurstmann. Wurden die wenigstens gegessen oder waren die einfach nur zu zieren? Später, ja, okay. Später. Später. Aber ich glaube, ein Großteil davon wurde auch weggeworfen. Also ich weiß es nicht genau. Das wäre übrigens ein Top-Emote mit der Frise. Was denn? Gain Exzellenz. Ja. Gain Exzellenz. Ja, muss ich mal... Oder Gain Ruhm. Gain Ruhm. Gain Ruhm. Und dann Kane. Mit so einem Heiligenschein. Oh! Und dann die Fresse so dazu. Oh. Das wäre gut, glaube ich. Ja, das war halt, wie gesagt, das war alles so in der Schauspielschulzeit, weil man halt, weil es viele Agenturen gibt, die auch eben auch Schauspielschulen anschreiben, weil die wissen, die kriegst du billig. Ne? Da musst du nicht irgendwie jemanden für viel Geld engagieren. Und die haben halt auch Bock, so war es in dem Fall halt auch. Aber das war richtig mit Casting erstmal und dann hat es 2 Wochen gedauert, bis sie sich entschieden haben. Und für so ein kurzes Ding im Prinzip nur, aber war das volle Programm. Aber ja, durch die Schauspielschule ist man hier und da ganz, ganz gut auch an Sachen rangekommen. Musik hast du auch gemacht, oder? Genau, Musik habe ich... Los. Backstreet Boys? Ja, damals war ich bei den Backstreet Boys, später dann NSYNC. Nee, ich habe seit 10 Jahren eigentlich, mache ich schon Musik in Metalbands, habe ich immer gespielt. Also wir haben... die verschiedensten Metal-Genres, glaube ich, habe ich in der Zwischenzeit durch, habe aber auch Hip-Hop gemacht, aber alles so, also es war nie was, was jetzt kommerziell war oder irgendwie, womit ich Geld verdient hätte oder so, vielleicht mal für die komplette Band 150 Euro Gage in irgendeinem kleinen Club oder so, aber das wird dann halt in neues Equipment oder was auch immer investiert. Ja, also das war jetzt nicht so ein Kommerzding oder was, aber das habe ich ja lange, auch lange, lange gemacht. Und mache auch immer noch ein bisschen Musik, nur da ich jetzt umgezogen bin von Berlin erstmal weg, sind natürlich die alten Bandkollegen sind noch da, aber viele, die Leute werden älter, der eine hat jetzt 2 Kinder, der andere studiert nochmal was anderes und so, ja, lebt sich das dann so ein bisschen auseinander. Aber ich habe gerade im Moment mit unserem alten Gitarristen mal wieder Kontakt, der meinte, der hat so ein paar neue Sachen geschrieben, die wir dann mir mal rüberschicken und wer weiß, vielleicht findet man da mal wieder zusammen, aber... Ja, das habe ich auch gemacht. Als Sänger. Als Sänger, genau. Ein kreativer Tausendsasser. Na, viel. Ich habe, bei mir ist es immer so, ich interessiere mich für ganz viel und würde am liebsten
alles gleichzeitig machen, wenn es so nach mir ginge. Aber dadurch entwickle ich mich in vielen einzelnen Bereichen nur sehr langsam weiter. Weil dann mache ich mal so ein bisschen davon, dann mache ich wieder ein bisschen davon, so ein bisschen davon. Aber jetzt langsam, so nach 10 oder 20 Jahren, wo ich manches halt schon mache, würde ich von mir behaupten, kann ich schon ein bisschen mehr als noch vor 10 Jahren. Ne? Aber dadurch, dass ich irgendwie immer recht vielseitig interessiert bin, sind die Lernprozesse manchmal sehr lang. Mit Twitch dasselbe. Also auch auf Twitch bin ich viel am Experimentieren und hau mir damit selbst auch manchmal Messer ins Bein in manchen Punkten, wenn ich mal Sachen ausprobiere, die vielleicht nicht unbedingt das sind, was ich sonst so mache oder so. GTA-RP zum Beispiel war auch sowas. Bei anderen gingen die Zuschauerzahlen plötzlich durch die Decke. Bei mir wurden sie immer schlechter. ist tatsächlich so gewesen. Ne, aber ja, auch hier experimentiere ich viel rum. Aber ich denke, ich habe einen ganz guten Plan für nächstes Jahr. Also ich versuche da ein bisschen mehr Struktur jetzt reinzukriegen auch in die Sachen. Das geht mir auch immer so. Ich habe auch sehr viele Interessen. Geht immer ruckzuck. Dann irgendwann landet doch immer alles wieder im Müll. Ja. Also, nicht im Müll, aber es bleibt dann halt liegen. So. Ja. Ich habe auch viele Sachen schon angefangen und dann doch nicht. Und dann war doch was anderes, was ich doch dachte, naja, das ist vielleicht besser. Und vieles, was dann nicht so fertig geworden ist. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich vermisse meinen Papa ein bisschen, der immer gesagt hat, nein, Junge, dafür hast du kein Geld. Du kriegst nicht so viel Taschengeld. Und jetzt kauf die Scheiße nicht, du blöder Bengel, und geh raus Fahrrad fahren. Das ist das Einzige, was du hier machen kannst. Du hast ein Fahrrad und jetzt verpiss dich vor die Tür. Ja. Dann, aber Papa, ich möchte DJ-Teller haben und ein Skateboard und BMX. Nein! Nein! Und dann konnte man immer bei seinen Freunden schnurren so. Hey, darf ich mal dein Skateboard fahren? Ich kann mich noch an die wilde Zeit Kurt Cobain erinnern. Das erste Mal am Strand. Hast du da nicht von der Weide mal so ein Bild gepostet? Von Grunge Deezy? Warst du das nicht? Weiß ich nicht. Bei Twitter oder so? Oder verwechsel ich das gerade? Bin irgendwie der Meinung, wo du jetzt sagst, so Kurt Cobain-Zeit. Weiß ich nicht, oder habe ich das mal bei dir in einem Stream gesehen? Ich weiß es nicht genau. Aber wo du halt gerade sagst, Kurt Cobain, ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen, dass ich dich mal so ein bisschen im Grunge-Style gesehen habe. Ah, ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Vielleicht verwechsel ich das. Ich hatte aber lange Haare, ja. Vielleicht war es das einfach. Ja. Aber das war so die Zeit, da wollte man dann Gitarre spielen und dann hat man so gesagt, will ich unbedingt. Frauen stehen auf so eine Scheiße nicht. Gitarre? Ja. Nö, gar nicht. Ach, hör auf. Also wirklich jetzt, Slappy. Die Leute, die bei Kurt Cobain früher am Strand an dem Schlipper nass wurden, so, nee. Easy. Ich war Videospiele-Nerd. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und es war vorbei mit dem Nerd-Dasein für ein paar Jahre. Ja, Slappy, du, wenn man auf eine Studentenparty geht, wo alle schon 3 Promille drin haben, dann ist man wahrscheinlich der King, ja. Wenn Damen so ein bisschen nüchtern sind und klar in der Birne sind, dann sagen die auch so, ja, hier. Okay, du, das darfst du immer nicht verwechseln. Studentenzeit ist was anderes. Da ist das natürlich, da kann man sich auch wild anmalen und so. Das, ne? Lese gerade, jeder konnte Wonderwall auf der Klampe. Kann ich auch. Ich echt? Konnte auch Wonderwall auf der Klampe, ja, tatsächlich. Also ich habe es jetzt ewig nicht gespielt, also. Aber ja, den konnte ich auch. Aber ich konnte den Text nie. Ich konnte den Text leider nie. Das hat immer wer anders dann gemacht. Auf Studentenpartys. Ach, stimmt. Das war übrigens ein Witz, Libby. Hm? Also bevor jetzt wieder Leute Sand im Getriebe kriegen. So. Alles gut. Ich muss das ja wieder den Leuten erklären hier. Also da kannst du dich den ganzen Tag drüber lustig machen. Ich hatte mehr Sex, als ich gehabt hätte, wenn ich nie Gitarre gespielt hätte. Von daher, das kann ich ab. Wie du sie alle wieder nach den schlechten Noten in der Prüfung, nach dem Stress, ja, wo die ganzen Hühnerchens alle anfällig sind, ne? Und dann sitzt du da und machst den Kurt Cobain. Ist natürlich klar, dass die dann die Grätsche machen. Es muss ja irgendwo hin. Ja, und dann sagst du, dass Leute darauf fliegen. Nein, Slappy. Du hast sie an der schwachen Stelle gepackt und hast sie mitgenommen und vernascht.
Slabby, ich würde mich damit jetzt nicht irgendwie ein bisschen rühmen. Ja? Warum? Der hat eine Gitarre, zack, Sex. Also Slabby, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch hart trainiert und habe abends an der Tür auch immer ganz viele Chicks gekriegt, nur weil ich trainiert habe, das können wir auch jetzt sagen. Aber dass die alle drei Achten im Turm hatten und sehr willig waren, das verstehst du? Das ist ein kleiner Unterschied. So. Bei den Nüchtern kam das dann nicht mehr so gut an. Doesn't matter. Doesn't matter. Es hat geschmettert. Oh, wow. Nun. Geil, ey. Wenn ich nicht vergeben, würde ich morgen losgehen und die Gitarre kaufen. Dann stelle ich mich ja auch genau schön bei Twitch im Dings hier, im Gehege. Das sollten wir irgendwann mal ausprobieren. Ach nee, das geht ja auch nicht bei dir. Du bist ja auch vergeben. Gut, wir brauchen einen Lockvogel. Chat, Bewerbungen sind offen. Bewerbungen sind offen. Mach mich heiß at plankenschnack.de. Ich möchte ein Bild sehen, wie ihr Klampfe spielt. Am besten ein Video dazu. Wir brauchen einen Testobjekt. Wir müssen nicht eine wissenschaftliche Studie machen. Nackt? Nein, nicht nackt. Nicht nackt? Nackt? Okay. Ja, doch, nackt. Doch. Doch, eigentlich nackt? Schon. Doch, wir müssen nein, ja wissen, nicht nackt. Warum denn nicht? Nicht nackt. Na, erstmal müssen wir. Darauf kommt es doch auch nachher am Ende an. Weil, wenn Slabby hat jetzt gesagt, er war sehr oft am Zug. Nackt. Ja? Nackt. Nackt. Ja. So. Und dann geht es ja auch mal darum, um die Bestückung. Jetzt mal. Der Gitarre. Ich auch. Die ist doch davor, das siehst du doch nicht. Eben. Ha. Aber man kann ja was erahnen. Nein. Doch, ist ja kein am Blut Schatten, sagt, der geworfen wird. Am Schatten, der geworfen wird, kann man einiges erkennen. Oh, Schatten und Slabby, da kann ich euch Geschichten erzählen. Ui, 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 ui. Die will ich jetzt aber hören. Nein, lass gut sein. Erzähl nicht mehr, wir unter uns sind. Ah, ich hab Durst. Den nackten Mann können wir gleich im selben Atemzug auch testen. Ob der läuft. Ja. Gut. Ich hab gehört, der wird ja auf Twitch in letzter Zeit häufiger getestet. Den nackten Mann? Der wird getestet, der nackte Mann. Achso. Der war gut, der Video war gut. Gut. Also, falls jemand da draußen... Also ich meine, selbst wenn Kane für diese 8 Sekunden 500 kriegt, dann schaffen wir das auch. Für so eine Studie. Das ist natürlich reiner wissenschaftlicher Natur. Und das übergeben wir auch an eine Universität für Sportwissenschaften. Da geht es ja auch um Ausdauer, nicht? Eben. Muskeln, Bizeps, wegen Klampfe und so. Gut. Kane. Du alter Illustrator, erzähl doch mal einen Schlag, was illustrierst du denn? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was illustriere ich denn? Also das hat eigentlich alles mit, also dass ich das noch mehr dann auch als Job gemacht habe, hat auch tatsächlich durch Twitch angefangen. Es sind halt natürlich Emotes zum Teil, aber ich habe auch Shirt-Designs schon gemacht für, darf ich Namen droppen oder darf natürlich. Ich keine Namen? Achso, okay. Weiß man nicht. Nee, für Raubling habe ich zum Beispiel ein Shirt gemacht mal. Ich habe für Sandcool TV habe ich ein Shirt gemacht. Und für diverse Screamer jetzt auch Channel Design schon in der Zwischenzeit, Emotes. So. Das sind so die Sachen eigentlich in der Regel, die ich mache. Habe jetzt eine Anfrage gekriegt auch für Animationen, also für Animationsgeschichten, weil jetzt natürlich auch einige drauf gestoßen sind, dass ich auch animieren kann. Da muss ich erstmal gucken, das habe ich jetzt bisher halt noch nicht auftragsmäßig gemacht und manche haben da nicht böse gemeint, aber sehr abgefahrene Vorstellungen, wo ich mir denke, ja, alles klar, dann miete ich mir mal noch ein 15-Mann-Team dazu und dann machen wir deinen Disney-Film. Das ist dann also teilweise halt ne, für jemanden alleine zwar machbar in den nächsten 3 Jahren, so, da muss ich mir dann immer so ein bisschen den Leuten erklären, hey, so. Ganz ruhig. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich eigentlich mache. In der Regel. Viel Emotes natürlich, aber eben auch Shirt-Designs, Channel-Design, Stream-Design-Overlays, so die Sachen. Hauptsächlich. Nice. Ja. Und das ist jetzt dann quasi, so schlägst du dich durchs Leben mit diesen drei Dingen.
Genau. Oder bist du jetzt immer noch auf der Schauspielschule? Nee. Da bin ich raus seit Ende 16, glaube ich. Ende 16 war ich fertig und dann war halt Twitch erstmal ein großer Teil. Und Twitch alleine, ich habe jetzt nicht so einen Riesen-Channel. Und Creative ist auch, also da ich viel Creative unter anderem auch mache, das ist immer so ein bisschen Nische. Da mit zu wachsen ist halt, der eine mag es, der andere weniger. Da, wenn ich spiele meistens welche, die 5 oder 10 Jahre alt sind, weil ich halt gerade dann Bock drauf habe oder sie damals verpasst habe oder was auch immer. Also Twitch alleine, dafür reicht es noch nicht. Deswegen, wie gesagt, Illustrationsjobs nebenher, synchron, wenn mal was anfällt. Und ja, das funktioniert ganz gut, wobei ich aber am Überlegen bin aktuell oder am Gucken bin ein bisschen, ob ich mir noch teilzeitmäßig irgendwas dazu hole, irgendwas Festes, was man vielleicht vormittags machen kann oder so. Weil ich halt merke, umso mehr Aufträge ich kriege, ist natürlich insofern gut, dass ich mir keine finanziellen Sorgen oder was machen muss. Aber es frisst halt auch viel von der Kreativität auf. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich mal einen größeren Auftrag habe, wie zum Beispiel einen kompletten Channel durchdesignen bis hin zu den Panels oder was auch immer, das dauert dann schon mal seine paar Wochen, bis man damit durch ist, mit Änderungen und allem. Und da hast du am Ende des Tages meistens nicht mehr so die Lust, dann noch an eigene Projekte dich zu setzen, weil du halt schon den ganzen Tag nur am Zeichnen oder Machen oder was auch immer warst. Deswegen gucke ich gerade, ob ich da noch was finde, als Gegenpol, der mich so ein bisschen absichert in meiner ganzen Selbstständigkeit, um mich auch auf eigene Projekte mehr noch zu konzentrieren. Weil das ist gerade das, was ich im nächsten Jahr halt sehr gerne machen will. Mit den Cartoons und Animationssachen, die ich geplant habe. Da würde ich mich, wie gesagt, gerne mehr drauf stürzen noch. Aber dazu fehlt mir aktuell noch ein bisschen die Zeit. Oder ich hätte gerne mehr Zeit dafür, sagen wir es mal so. Ja. Ich sehe es am intensiv kraulen. Ja. Guck ja gerade in den Kübel. Aber die Katze streicht. Ja. Also ich habe jetzt gerade zugehört, was Kane gesagt hat, aber ich habe auch ein Kind, was hier gerade ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Ja. Hast du eigentlich Haustiere, Kane? Noch nicht. Oh, noch nicht? Noch nicht. Ich hätte am liebsten, ich bin mehr so der Hundemensch tatsächlich. Also ich hätte am liebsten einen Hund, aber Hund ist momentan rein zeitlich einfach nicht drin. Deswegen ist die Überlegung schon seit längerem, eine Katze halt sich zu holen. Und darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Jetzt noch nicht in den nächsten paar Wochen, aber in den nächsten paar Monaten könnte ich, denke ich schon. Das bringt ordentlich Subs, Freundchen. Ja, meinst du, brauche ich dann eine Katzencam? Klappt nicht. Warte, wir machen das mal, den Test auf Wexapel. Kleinen Moment, pass auf, jetzt. Wir kriegen mindestens 3 Subs. Ich sag's euch. Guck hier. Oh. Warte. Mindestens 3. Mindestens? Das ist eine Ansage. Die Regie hasst mich, glaube ich, gerade. Mal gucken. Mindestens 3, pass auf, ich sag's euch. Ihr müsst ja natürlich immer das Delay noch mit einberechnen, ja? Naja, wir berechnen den Delay. 1. Wartet. 2. 2, ja. Oh, gut. Wow. Wartet. 3. Ihr müsst nur kurz warten. 3. Na, da ist er. Nee, der zählt nicht. Das geht nicht. Ja, das hat immer so ein bisschen Nachbeben. Die Süßigkeit muss erstmal 3, siehst du? Wenn es nicht sogar 5 werden. Es muss halt immer ein bisschen wirken, das Süße. Ne? Ich meine, wenn du ein Stück Schokolade isst, das bekommt ja auch erst, wenn es runtergeht, das Aroma. Und dann, guck, 4. Wenn es nicht sogar 5 werden, ich sag's euch. Katze, besorgt euch Katze, das zieht immer. Ne? Und wenn man mal Geld braucht, schau mal einfach, dass die kleine süße Katze Hunger hat und dann kriegst du auch ein bisschen Geld noch so. Nee, 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 so. Einen neuen Katzenbaum, kriegst du auch geschenkt. 5, 6, jetzt läuft. Ja. Jetzt haben wir einen Lauf.
guckst dir an, schwuppdiwupp. Und alles nur wegen einer Katze kennen. Ja, ich habe, jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe die ganze Zeit. Ja, Katzen machen es. Hast du denn das noch nicht gehört bei Twitter? Da wird doch gleich, oh, der hat eine Katze, na klar, der will auf dir das Geld abgreifen. Ja, ja, das ist dann natürlich, die Seite gibt es dann immer. Die Seite gibt es immer. Naja. Das ist aber bei, das habe ich bei einigen tatsächlich auch schon mitbekommen, die sich Tiere angeschafft haben im Laufe der Zeit und das Tier war dann halt da. Und ja, bestimmt nur wegen den Views. Oder wenn derjenige das dann als Emote macht oder so, ja, ja. Hast ja auch wie nur jeder andere Streamer einen Katzenbaum hinten dran stehen. Sag ich, ja, ja, genau, das große Ding, das habe ich nur stehen. Nur für Twitch. Nur für Twitch habe ich das dran stehen. Ja, ich übrigens Mäuse. Schon. Meine Katzen aber gehen da nämlich nicht rauf. Meine schon. Steht da völlig umsonst. Kann man eigentlich schon. Hier. 8, 9, 10. Kane, Katze. Katze, ich sag's dir. PJ, wir haben dich auch nur, damit wir beten können, ne? Richtig schön, die Leute draußen richtig schön reinbeten. Dann kriegst du immer schön lecker Essen, deine Prozente davon, nicht, kleiner Süßer? Naja, nun ist wieder gut. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Bei 7 oder 8? Man könnte ja fast sagen, dass das beim Plankenschnack schon fast wieder ein neues Emote ist. Das geht ja hier noch rasant zu. Ich lese gerade Twitch und da sagt reine Tiercams / Streams nicht ganz grundlos. Ist das so? Ja. Wenn ja, dann hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Also reine Tierstream, ich dürfte jetzt nicht 24/7 live aus dem Katzenbaum. Nein. Oder eine Wühlmaus, nein. Okay. Aber ich hatte da, es gab doch mal so einen Channel, wo immer Dalmatina zu sehen waren, den ganzen Tag. Ja, den gibt's ja nicht mehr. Ja, ja, das erklärt das jetzt. Das erklärt das jetzt. Aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, weil ich mich jetzt mit dem Thema Tiere noch nicht so befasst hatte. Weil ich keine Ahnung im Moment. Das wusste ich nicht. Hey, aber man kann zumindest schon mal ins Casino gehen und richtig schön Geld verbraten. Das geht. Aber 24 Stunden Dalmatiner, das ist wirklich sehr gefährlich. That's the real shit, ladies and gentlemen. Don't show it, little kids. The Dalmatinas. Just go to the sun and look at the slot machines. That's the very nice shit. Mongatos. Naja. Alright. Ist ja auch scheiße, wer will sich das denn auch angucken? Mit den Tieren. Kane jetzt mal wirklich. Ich habe mal einen. Zählt das auch schon dann als Tierstream? Ich weiß, ich habe mal einem Schwein 12 Stunden lang beim Grillen zugesehen. Also einen Bahnferkel, was gegrillt wurde. 12 Stunden lang wurde gestreamt auf Twitch. Habe ich mir angeguckt. Wie geil. 12 Stunden. Aber ich weiß nicht, ob das dann schon ein reiner Tierstream ist. Weil so niedlich war es jetzt nicht, aber lecker. Woher willst du das wissen? Also es sah lecker aus. Sagen wir es so. Also rein optisch war es lecker. Das ist ja auch geil. Also, wenn ich ein Schwein beim Kochen zugucken will, gucke ich Food-Unfall. Oh, fuck. Nice one. Den fand ich gut. Den fand ich gut. Slevy, der war allererste Güteklasse. Nun. Ja, Slevy, das kommt davon, wenn man 2000 Subs hat, weißt du, da kann man sich mal was zu essen kaufen, da muss man nicht so rumlungern wie du, ja, wenn es gerade mal für 2 Lampen reicht. Ja, tut mir aber leid. Bücher. Bücher, ja, die hat seine Freundin mitgebracht, das sieht ja so aus, als wenn er liest oder was. Du bist dran. Der war wirklich sehr gut. Der war wirklich allererste Güteklasse. Den hätte ich aus dem Chat erwartet eigentlich, aber er kam von dir. Das ist heute ein sehr verwirrender Plankenschnack, oder? Ein bisschen. Ja, wir kommen eigentlich immer zu Kane und dann irgendwie schweifen wir wieder ab. Am Ende sind wir bei Spanferkeln. Am Ende sind wir bei Spanferkel. Ja. Der war wirklich sehr gut, Slappy. Das
Kane, den hätte ich auf Wiese geschossen. Du hast neue Dinge für nächste Jahr geplant? Ja. Das hat sich so ein bisschen rausgehört, also hat sich vorhin so angehört. Ja, na, ich hab halt in den letzten Jahren angefangen, eben so mit Animationssachen und Animationsclips, Cartoons, was auch immer. Eine Zeit lang mit ganz billigen Animationen, da habe ich es noch wöchentlich geschafft. Irgendwann wurden die Animationen ein bisschen besser, da ging das nicht mehr wöchentlich, da hat es länger gedauert. Da habe ich letztes Jahr was rausgehauen, das hieß die Oberpöblingen-Show. Und das war aber immer noch nicht so auf dem Level. Das kam recht ziemlich gut an bei meinen Leuten und auch bei. Ich habe dann auch ein paar Streamer gehabt, die mich angeschrieben hatten und meinten: Hey, kann man da nicht vielleicht auch mal, darf ich auch da mal einen Charakter sprechen oder so? Und das hat mich dann zum Nachdenken insoweit angeregt, dass ich mir dachte: Hey, das könnte man eigentlich alles noch viel geiler und viel strukturierter machen. Und jetzt habe ich mich das letzte halbe Jahr oder so, habe ich mich hingesetzt, das alles ein bisschen ausgearbeitet, gelernt, was Animieren angeht und Programme angeht und mit After Effects und was nicht alles. Habe ich alles damals nicht benutzt für die alten Sachen. Und jetzt habe ich auch schon ein paar Leute angeschrieben, die mir da ihre Stimme leihen möchten und werde auch noch mehr Leute anschreiben, aber erst, wenn ich halt so ein paar konkretere Sachen habe. Ein recht bekannter Mensch ist schon dabei, das darf ich aber noch nicht verraten, wer das ist. Und nein, es ist nicht Gronkh, weil das ist immer das Erste, wenn man sagt, wenn jemand bekannt ist, ist dabei Gronkh. Nein, ist es nicht. aber schon jemand Bekanntes. Und Sully ist auch dabei. Was? Drop ich jetzt einfach mal so. Ja, unter anderem. Und noch ein paar andere Leute. Habe ich schon gefragt und das wird jetzt so. Also ich fange jetzt noch mit einem kleinen Kurzfilm an, der hoffentlich so in zwei Funk, nein, auch nicht Funk. Es sind immer die beiden. Jemand Bekannteres. Gronkh? Funk? Ich mache jetzt noch einen Kurzfilm anfangen, der wird so hoffentlich in den nächsten zwei Monaten oder jetzt, ja, so bis Januar, Februar fertig und dann rufe ich Sally an. Und mach das nächste. Also ich will so Stück für Stück irgendwie nach Möglichkeit alle zwei, drei Monate irgendwie was raushauen. Und das bringst du dann auf YouTube? Auf oder? YouTube, genau. Also im Stream, auf YouTube und mal gucken, vielleicht auch mal auf einer anderen Plattform oder so. Ich habe mir da ein paar Sachen mal angeguckt, zum Beispiel Vimeo, ich weiß es immer nicht. Die haben auch eine ganz coole Qualität, finde ich, für Videos, auch gerade für solche Sachen. Also da habe ich mal geguckt, weiß ich nicht, ob ich das auch da raushaue, aber erstmal hauptsächlich Twitch und YouTube. Und dann mal gucken, was noch draus entsteht. Ich habe auch, wenn da erstmal ein bisschen Material zusammengekommen ist, auch so ein paar Ideen, was man vielleicht darüber hinaus noch machen könnte. Aber das verrate ich noch nicht jetzt. Das kommt dann, wenn es soweit ist. Ich muss jetzt erstmal studieren gehen, deinen YouTube-Kanal hier. Ich habe übrigens gerade einen YouTube-Kanal von deiner alten Band gefunden. Ja. Mit einem Lied, darf ich das teilen? Darfst du gerne teilen. Von welcher denn? Psycon. Genau, Psycon. Das war die letzte und ich kann. Für die, die es interessiert, kann ich ja noch ein älteres Ding mal raussuchen, weil ich habe vor Psycon noch in einer anderen Band gespielt. Die haben so ein bisschen. Leider hat das sich alles verstritten, wie das dann eben manchmal so ist. Zwischenmenschlich wollte es leider nicht so, wie es hätte sein können. Aber das war insofern cool, weil mit denen. Moment. Nein, nicht mehr die Ohren zu brüllen. Kann ich ja auch mal posten, den Link. Das war verbunden fast mit so einer Art kleinen Theatershow. Also da sind wir geschminkt und mit Kostümen auf die Bühne gegangen und jeder hatte so seinen Charakter mit einer eigenen kleinen Background-Story und sowas, die wir dann auf der Bühne ausgelebt haben. Und mit der Band haben wir es sogar geschafft, mal ein Konzert zu spielen in Helsinki. In einem kleinen Club in Helsinki, die ganz stolz darauf waren, dass, wie heißen sie, Him, ihren Anfang da irgendwie auch gehabt haben wohl, in Helsinki. Das Merkwürdige ist nur, das finnische Publikum, das ist mega strange, hat sowas von einer
also das finnische Metal-Publikum hat sowas von einer Jazzbar. Man sitzt, also nein, man steht auf der Bühne und macht da irgendwie Halligalli und ist halt so aus Deutschland zumindest gewöhnt, so die Leute gehen halt ab oder gehen mit und wenn sie nicht mitgehen, dann finden sie es halt scheiße. Aber in Finnland ist das normal, dass die an Tischen sind. Wir haben in einem Laden gespielt, die saßen an Tischen, haben ihr Bierchen getrunken und sich das angeguckt, so wie so eine Theatervorstellung oder so. Das war aber da, ich habe auch später nochmal nachgefragt, die waren alle so, ja, total geil und so, hat uns gut gefallen. Aber das ist da halt normal gewesen. Also da gehen, in Finnland gehen die Leute scheinbar auf Metal-Konzerte wie andere hier in Deutschland, zum Beispiel in eine Jazzbar oder so. Das war abgefahren. Also so unterschiedlich können die Mentalitäten sein. Keine Wall of Death in Finnland. Nee, und dann war es ja dann, als wir... Nee, überhaupt nicht. Also nicht mal ansatzweise. Wie gesagt, die saßen wirklich auf Stühlen. Das ist ein total absurdes Bild. Also wird wahrscheinlich in großen Hallen auch anders sein, aber halt so ja. In diesen typischen Clubs war das eben so. Und dann, als wir da ankamen, wir sind halt eine ganze Weile gefahren, erst über Schweden, glaube ich, Schweden, dann mit der Fähre irgendwie rüber, mit dem Auto. Und als ich ankam, meinte ich zu einem von unseren Leuten, dem Gitarristen, glaube ich, meinte ich, so, wir holen uns jetzt erstmal ein Bier. Und dann sind wir da hingegangen, ich meinte, komm, ich lade dich ein, kein Problem. Und dann haben wir dann haben wir zwei Bier gekriegt, also ich habe das dann bestellt in dem Laden und die waren so groß wie ein Kölsch, ne, was man hier so als Kölsch kennt. Für jeweils, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob insgesamt oder jeweils, auf jeden Fall habe ich mindestens 12 Euro dafür bezahlt. Also es war mega teuer in Finnland. Und dann hatte ich nach dem Konzert ein Gespräch mit einem Finnen und meinte, du, das ist ja unfassbar teuer hier, der Alkohol. Und da erzählte er mir, alles auf Englisch natürlich, aber dann erzählte er mir, ja, in Finnland, das ist so, die haben hier die Alkoholsteuer so hochgesetzt, damit die Finnen nicht mehr so viel trinken. Und ich gucke mich in dieser Kneipe um und alle sind sternhagelvoll. Also wirklich sternhagelvoll. Und ich sag, du, aber das scheint ja nicht so ganz gut zu funktionieren. So, die sind ja alle voll. Wie funktioniert denn das? Wie könnt ihr euch das dann leisten? Da dreht er sich zu mir um und meint, naja, die Finnen essen halt jetzt weniger. Okay, alles klar. Aber das war die Erfahrung, die ich mit der Band davor gemacht habe. Also, wir waren, wie gesagt, immer viel unterwegs und haben nur drauf bezahlt für alles. Weil, wie gesagt, du kriegst dann als so kleine, unbekannte Band, kriegst du dann irgendwie deine 100 Euro Gage und dann sind die froh, wenn du wieder weg bist, so ungefähr. Aber es hat mega Spaß gemacht. Es war eine mega geile Erfahrung. Also, was man da so mitkriegt, auch an verschiedensten Menschen, allein schon in Deutschland, wenn du nur mal so mehr aufs Dorf gehst oder so als Stadtmensch, das ist schon was komplett anderes irgendwie. Das sind schon geile Erfahrungen, auch geile zwischenmenschliche Erfahrungen, die man da so macht. Das ist schon echt cool. Das ist wirklich cool. Das kann ich in Finnland übrigens bestätigen. Wir hatten einen Gastschüler und sind da regelmäßig, also wenn wir sind, glaube ich, dreimal da gewesen und wir haben dreimal 6 Kästen Bier mitgenommen. Die waren in einer Woche alle. Also da kostet auch die Flasche Schnaps halt irgendwie so 20, 30 Euro oder so. Oder finnische Kronen waren das damals. Das war mega viel. Alkohol und Zigaretten sollen teuer. Da so wahnsinnig teuer sein. Ja. Zigaretten weiß ich gar nicht. Also mir hat mal ein Schwede gesagt, dass das wohl so hoch ist, weil die Suizidraten dort so hoch sind, dass die sich ja nicht immer alle wegkegeln. Aha. Irgendwie sowas soll wohl damit zu tun haben. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Weil bei denen ist ja zu gewisser Zeit immer sehr lange dunkel. Ja. Und da knipst das bei vielen dann immer durch. Und damit das halt nicht noch forciert wird, ist Alkohol halt einfach schweineteuer. Okay. Ja, vielleicht, also kann man sich gut vorstellen, ne? Der meinte halt, wie gesagt, die haben die Steine angehoben, weil die einfach alle grundsätzlich zu viel trinken wohl. Aber es kann natürlich sehr gut auch damit zusammenhängen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das Abgefahrene war halt auch diese Überfahrt von Schweden dann rüber nach Finnland mit der Fähre, wo die Sonne einfach nicht unterging. Wir saßen dann irgendwie oben auf dem Dach von dieser Fähre, haben irgendwie noch, weiß ich nicht, einfach gequatscht, ne, und dachten uns, naja, wenn die Sonne, weil wir nicht dran gedacht haben, wenn die Sonne dann untergegangen ist, können wir auch mal pennen gehen, damit wir ein bisschen Schlaf kriegen, wenn wir morgen weiterfahren. Und die Sonne ging einfach nicht unter. So, irgendwann guckten wir dann auf die Uhr und waren so, oh, stimmt, da war ja was.
die Sonne bleibt einfach. Und dann sind wir doch noch, keine Ahnung, haben auch nur 3 oder 4 Stunden geschlafen, aber es war, ist auf so einen Touren dann auch irgendwie normal. Da vermisst du den Schlaf auch nicht so. Du merkst es nur erst, wenn du wieder zu Hause angekommen bist, dass du was gemacht hast irgendwie. Das hatte ich nicht. Also bei uns war immer dunkel, auch in Finnland. Ja. Das ist doch nur zu gewisser Zeit, oder? Es ist zu einer gewissen Zeit, ja. Also als wir rübergefahren sind, ich weiß gar nicht, in welchem Monat das war. Könnte ich höchstens mal irgendwie gucken, ob ich das herausfinde. Aber zu der Zeit ging, also bei dieser Überfahrt von Schweden nach Finnland, ging die Sonne nicht unter. Seid ihr mit Silja allein gefahren, zufällig? Oh Gott, keine Ahnung. Okay, das weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall. War eine Autofähre. Ja. Ich weiß nicht, aber. Ja, wir sind früher immer mit Silja allein rübergefahren. Das war auch eine Fähre. Da konnte man dann immer drauf pennen und man war irgendwie 14 Stunden unterwegs oder so. Mhm. Ach, das war großartig. Da sind wir von Trelleborg bis nach Stockholm hochgefahren. Also das ist einmal quer durch Schweden, 16 Stunden, Autobahn, 110. Und Gnade dir Gott, du bist 1 km/h schneller. Alter Verwalter, das ist richtig krass. Gnade dir Gott, du bist doch nur 1 km/h schneller. Und dann brauchst du nicht erzählen, ey, ich bin from Germany. Ja, ja, fick dich, du hast schon Geld mit. Und wenn nicht, fahren wir zum Automaten, du Pfeife. Du bezahlst jetzt hier, sonst darfst du nicht. Okay. Okay. Also das ist, man denkt ja immer so, wenn man aus Deutschland in die Schweiz kommt, ist das ein Kulturschock von den Geschwindigkeiten her, aber dann fahren wir in Schweden. Das fühlt sich an, als wenn du zu Fuß durch dieses Land gehst. Da siehst du neben dir schon Eichhörnchen an dir vorbeispringen und denkst so, okay. Alright. Gut. Ich schaue hier gerade nochmal, also ich habe hier irgendeinen Beitrag dazu noch von damals von Juli 2013, also es muss irgendwie im Juli gewesen sein, als wir da waren. 6.7. Helsinki-Tour, ich glaube, das war das. Also im Juli waren wir da, wo die Sonne nicht unterging. Ja, Midsommer halt. Ja. Das hat mich jetzt selber nochmal interessiert. Das wäre auch so ein Land, da würde ich gerne leben wollen, ne? Was? Schweden? Jo. Schweden, echt? Norwegen, ja. Finnland, da würde ich gerne leben. Sehr gerne. Schöne Holzhütte, 1 Hektar Wald kaufen und dann hast du erstmal rechts nichts, links nichts, dein eigenes Stück mehr wahrscheinlich noch dazu und dann ist so, fick dich. Ich hab gerade gesagt, du sagst, dann hast du erstmal was zu tun, alle Bäume zu fällen. Nee. Gedanken wie bei Stadio Valley. Jo, okay, da hast du aber was zu tun. Nee. Das ist mega geil, ohne Scheiß. Mit dem Hell und Dunkel, da hätte ich echt Probleme mit. Ach, das stört dich gar nicht. Du bist ja eh die ganze Zeit im Büro und zockst und machst Rollos nicht hoch. Ich habe immer Rollos oben. Immer. Erzähl doch keinen Schmu. Letztes Mal, als ich da war, waren die nicht oben. Immer. Nein. Unsere Rollos sind immer oben. Auch zum Schlafen. Nee, das könnte ich nicht. Das ist echt schön da oben. Ich kann mir das tatsächlich Urlaub auch ganz machen, gut vorstellen. Aber leben? Oh, doch, das wäre schon geil. Wenn dann in Island. Island will ich unbedingt mal hin. Ob ich da leben will, keine Ahnung. Aber Island reizt mich unglaublich, weil ich es so interessant finde, diese riesige Insel, auf der aber kaum ein Mensch lebt oder kaum ein Mensch wohnt. So alles ist ja so gebündelt in dieser Hauptstadt, mehr oder weniger. Das reizt mich unglaublich. Das will ich mir mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich so leben könnte oder leben wollen würde, aber Island finde ich auch mega interessant. Oh. Hashtag Werbung vielleicht irgendwann mal? Was ist das hier? Ja. Ja, seid ihr groß dann und macht gut Werbung, dann könnt ihr wahrscheinlich auch mal Hashtag Influencer fliegen, wie immer noch, oder? Im Reisevlog. Also wenn es irgendwas Sinnvolles geben würde, ne, würde ich das auch tun. Aber leider gibt es für uns Deutsche nichts Sinnvolles mit dem Internet. Sonst würde ich schon fliegen. Dann würde ich das machen. Also einfach nur hätten wir einen sinnvollen Tarif für Interwebs, dann wäre ich schon längst weg. Warum höre ich in den letzten Jahren immer Island? Früher wollten alle noch Neuseeland. Jeden, der Island du gefragt hast, wollte, ne, war Herr der Ringe, Zeit, und jeder wollte nach Neuseeland.
Und jetzt, so die letzten Jahre, will jeder nach Island. Wie ist man darauf gekommen? Welcher Film spielte da? Warum muss man jetzt nach Island? Influencer, die Videos gemacht haben und dort epische Landschaftsfotos schießen und epische Vlogs drehen. Ach so. Ja, ganz einfach. Okay. Das also genau bei mir war es eine Band. Bitte? Bei mir war es eine Band, die daherkommt. Und die dann eine sehr schöne DVD, Live-DVD rausgebracht haben. Bei mir ist es tatsächlich dieses Menschenleere. diese riesigen Landschaften halt und dass da einfach mal kein Schwein ist. Scheinbar kein Schwein ist. So, das ist das, was ich daran so reizvoll, seit Jahren schon reizvoll finde. Ja? Weil wenn man immer in der Großstadt ist, man ist immer umgeben von Leuten. Oder man hat immer mit Menschen zu tun, immer irgendwie ist Action, Action, Action. Einfach mal so für einen Monat über eine Wiese latschen und mit Schafen reden, keine Ahnung, was man da macht. Das war von Schottland. Das finde ich super reizvoll. Ich glaube nicht auf Dauer, wie gesagt, aber das finde ich mega interessant daran. Dann ist man wenigstens mit allen befreundet auf der Insel. Ne? Ja, stimmt. So. Und dann hat man auch keine, dann ist das nicht wie in der Stadt, dass man sagt so, nee, den mag ich nicht, den auch nicht, den auch nicht. Nee, da kann man sich das nicht aussuchen. Ja, das ist richtig. Ja. Da muss man auch mal ohne Handy auskommen. Wobei, ich glaube, der eine LTE-Mast in der Mitte, der ist schon ganz gut. Island, ja. Aber nee, dann doch lieber nach Skandinavien. Dann ist man dichter hier. Nicht ganz so weit weg. Wäre schön. Viele sind ja auch so auf dem Japan-Trip. Unbedingt mal nach Japan. Es reizt mich insofern immer, dass ich mir denke, ja, die Kultur muss so anders sein, das einfach mal zu erleben für einen gewissen Zeitraum. Ist sicher mega interessant, aber ich bin gar nicht so, dass es jetzt so mein... Ich kenne halt viele Leute, denen ist es so ihr Number One Goal, irgendwann mal nach Japan zu fliegen. Ist bei mir gar nicht so. Also sehr reizt mich das nicht. Muss ich sagen. Mich tangiert das auch überhaupt nicht. Würde mich mehr interessieren als Island. Auf jeden Fall. Ja, ne, aber ist halt bei jedem anders. Mhm. Ich habe immer noch, Number One Ziel ist immer noch fucking Nordpol. Number One. Irgendwann in meinem Leben. Weil ich habe nämlich die eine einzige Chance, die ich hatte, dorthin zu fahren, mit einem russischen Eisbrecher, konnte ich nicht wahrnehmen, weil ich mein scheiß Diplom geschrieben habe. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich noch nicht auf dem Nordpol war. Am Nordpol war. Scheiß mal auf Japan und die ganze Kacke, Nordpol. Im Schiff oder was? Ja, im Eisbrecher. Schön rüber. Dann lieber Südpol, weil da kannst du auch wenigstens auf dem Land rumlaufen. Oder halt. Am Norden auch. Nee, da gibt kein Land. Eis, ja. Und dann nochmal ins Himalaya. Das auch nochmal, da war ich auch noch nicht. Das sind alles noch so meine ganzen alten Kartografie-Ziele, die ich noch hatte, die noch offen sind. Aber Japan würde ich, glaube ich, echt nur mit einem extra Koffer hinfahren und die ganze Technik kaufen und wieder zurückkommen. Da würde ich, glaube ich, erstmal richtig schön 5000 Schlappen reinballern und dann kommst du mit einem ganzen Rucksack voll und denkst du, ha, geil, erstmal schön 20.000 Ecken gespart, ihr Ficker. Aber geht ja wieder nicht, du wirst ja komplett auseinander. Na, was haben sie denn hier drin, Herr Dersinken? Der Koffer stand da vorne rum, habe ich mitgenommen. Ich dachte, das ist Sprengstoff. Wollte ich dir abgeben. Scheiße. Kann man auch nicht mehr machen. Nun. Tibet lese ich hier gerade noch. Tibet weiß ich nicht. Weil wir jetzt gerade schon dabei sind, was war das schönste Land, was ihr besucht habt? Thailand. Optisch definitiv Thailand. Warst du auch schon in Thailand? Ich war auch mal in Thailand, ja. 2001 war das. Thailand war super schön. Wie hieß denn das nochmal? Phuket, glaube ich.
war auf Koh Samui und in Bangkok. Toll. War so ja, toll, Bangkok dass Stefan kurz. Und ich jeder, also wenn wir in Urlaub gehen würden, würden wir da sofort wieder hingehen. Es war echt ein toller Urlaub. War sehr schön da. Ja, das war wirklich schön. Dann, ich war, aber da war ich noch super klein mit meinem Vater mal in Los Angeles. Aber das Einzige, wo ich mich da erinnere, sind die Universal Studios. Also so, das war so ein Themenpark, wie jetzt Disneyland oder sowas. Und da gab es einen riesigen Roboter King Kong, den ich als Kind halt super beeindruckend fand. Das ist so meine Erinnerung an Los Angeles, ist dieser riesige King Kong. Das weiß ich nicht mehr so. Aber Thailand war mega schön. Ja. Und würde ich auch sofort wieder machen. In Schottland war ich noch nicht. Da war ich ganz alleine im Urlaub und das war sehr eindrucksvoll. Es war sehr, sehr schön. Ja, da habe ich mir selbst eine Auszeit genommen von allem und bin alleine nach Schottland geflogen. Und dann war ich bei Edinburgh und dann bin ich bis nach Inverness nach oben, um an Loch Ness mal zu sitzen. Und es war sehr, sehr schön. Hast du die Leute verstanden? Sehe ich so aus? In Schottland? Ich glaube, die haben sich Mühe gegeben, um sich mit mir zu unterhalten, weil die haben sich Mühe gegeben. Ich habe nämlich einen Freund von mir aus Berlin, ist Schotte und hat eine schottische Familie, die sind auch alle, also leben alle in Berlin halt jetzt in der Zwischenzeit. Aber wenn die Englisch reden, ich denke mir immer, was ist das für eine Sprache, die ihr da sprecht? So, du verstehst überhaupt kein Wort. So einzelne Fragmente merkst du so, okay, ich glaube, das könnte Englisch mal gewesen sein. Die Schotten haben einen total abgefahrenen Dialekt. Deswegen frage ich halt, ob du die verstanden hast. Weil ich glaube, ich wäre da verloren. Die haben sich angepasst. Ganz bestimmt. Ja, wahrscheinlich ja. Wegen Tourismus auch. Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. War da ausreiten und es war einfach, es war echt ein schöner Urlaub. Hm. Also wenn man mal alleine ist und den Kopf frei bekommen möchte, Schottland. Sehr schön. Flitterwochen Thailand. Sehr schön. Bei mir war es Ungarn. Tatsächlich. Aber ich bin noch nicht viel rumgekommen in meinem Leben, deswegen. Aber da haben wir wenigstens ein paar Orte besucht. Also da ist ein super schönes Land. Wenn es mal im Frühjahr geregnet hat und im Sommer dann es ein bisschen grüner ist, ist es echt schön. Ich könnte euch jetzt die Ohren voll schwärmen. Aber ich sage ganz kurz und knapp, ich glaube, das wechselt auch immer regelmäßig, je nachdem, wie die Impulse gerade hochkommen, würde ich Slowenien sagen. Slowenien, ja. Slowenien war das schönste und einfachste Land, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Und die waren alle so freundlich. Ich finde immer in armen Ländern oder ärmeren Ländern ist es angenehmer zu reisen als in diesen anderen reichen Ländern. Das klingt ein bisschen komisch, aber die Leute sind dort einfach ganz anders drauf. Also die sind irgendwie weltoffene. Auch Russland zum Beispiel ist halt, je ländlicher du gehst, wenn du von Moskau zum Beispiel weggehst und immer ländlicher gehst, die Leute würden dir ihr letztes Hemd noch geben, auch wenn sie selber nichts haben. Und sind halt richtig gastfreundlich und da hat man schon mal einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Ich kann auch jedem für einen Winterurlaub die polnischen Berge empfehlen. Kannst du richtig gut Winterurlaub machen in Polen. Du kannst richtig erballern, Junge. Selbst im Branden. Das auch, ja. Aber auch richtig gut essen und Skifahren und was man sonst noch so macht. Ist das Slivovic oder so? Das kam aus Polen, ne? Kroatien, glaube ich. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Hä? Slivovic? Das kenne ich halt von einem guter Freund von mir. War mir, war mir klar, dass du das kennst. Naja, ein guter Freund von mir ist halt auch Pole und der Opa hat immer Slivovic. Das brennt dir die Nasenhöhlen frei. Also, ach so, das ist Schnaps. Ja, ja. Ich dachte, polnischer. Okay. Kommt aus Polen, ne? Kroatien, glaube ich. Kroatien, okay.
Ja, ich kenne das halt nur durch, ne? Ich dachte immer, das kommt aus Polen. Wenn es noch nur Internet geben würde, ne, dann könnte man die anderen Sachen auch alle noch bereisen. Shit, ey. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein paar Jahre studiert. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon über, ich glaube, fast an die 40 Länder bereist in meinem Leben. Und ich vermisse das gerade. Ich habe so, jetzt so, wenn ich das, poppt das alles auf, so eine To-Do-Liste, was man nochmal alles sehen könnte. Aber fick die Hände, wir sind ja in Deutschland, leben wir in der Steinzeit und können kein beschissenes Dings machen. Internet. Hätte ich mir so einen Rucksack aufgeschnallt und Feuer. Sowas würde ich auch mir immer angucken, ne? Ich finde so, also es gibt ja, gut, jetzt heißt es nicht mehr IRL, jetzt wurde ja alles aufgeteilt, aber so als die IRL-Sektion kam, gut, kam Channel, da konnte ich Leuten beim Pizzaessen zusehen oder was auch immer. Jetzt Sachen, die ich persönlich zumindest nicht so aufregend fand, aber es gab ein paar Leute, und die, auch heute noch, teilweise halt nicht aus Deutschland, sondern von woanders, die halt wirklich losziehen und Länder bereisen, was weiß ich. Ich hab sogar mal einen Pokémon Go-Stream mir angeguckt, von zwei Koreanern waren das, glaube ich. Die sind aber wirklich auf so einen Trip losgezogen, mit aufs Schiff und losgefahren auf andere Inseln, haben diese Inseln erkundet, sind dann wieder auf dem Schiff, dann irgendwo weitergefahren. So. Und sowas fand ich so geil. Das fand ich richtig, richtig geilen Content so für IRL. Aber es ist, ja, es ist nicht so einfach, gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen. Gerade nicht doch, von hier. Ist es, also, wenn du nicht in Deutschland wohnst. Wenn du, ja, das meine ich halt. Weil wir nämlich keinen einzigen beschissenen Kacktarif haben, der dir im Internet, also der dir draußen außerhalb unserer Grenze keine Roaming-Gigabytes gibt. Keinen beschissenen. Selbst der teuerste Vertrag in Deutschland hat noch am Ende 25 GB Roaming. Ja. Würde es das nicht geben, hätte ich mir die Scheiße schon längst gekauft, hätte meine Frau eingepackt und hätte ich gesagt, fick dich, wir gehen jetzt einfach mal einen Monat lang und gucken uns die Welt an. Ja. Oder dann hätte ich mir einen Rucksack aufgesetzt. Du hast ja auch mit Sascha hier den Stream gemacht in dem Wohnwagen. Fand ich auch mega geile Idee. So, daraus könnte man, da könnte man halt theoretisch auch noch viel mehr rausholen, wenn man hier in Deutschland mehr Möglichkeiten noch hätte oder nicht so eingeschränkt wäre. Denke ich. Das fand ich mega. Solche Formate finde ich ja gerade im IRL-Bereich so, finde ich solche Formate mega gut. Das würde ich mir, den ganzen Tag würde ich mir sowas reinfahren. Oder einer war, glaube ich, mal wandern. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Deutscher? Ja. Annie Noob. Oder Annie. Annie? Oder war das Fehlmann? Ich weiß es nicht. Es ist schon eine Weile Fehlmann, her. Fehlmann war auch mal wandern. Fehlmann, ne? Ja. Fand ich auch mega geil. Habe ich mir immer wieder, wenn ich es mitbekommen habe, ich komme auch leider manchmal nicht so viel zum Stream schauen, aber wenn ich es mitbekommen habe, habe ich mir immer gegeben. So. Fand ich mega cool. Richtig. Entschuldigung, ich muss bei Fehlmann. Ja, er ist dadurch dieses... es waren Obstplantagen links und rechts. Wohin? Und da kommt einer in diesem Anzug. Mega gut, ja. Das super. Das war mega gut. Muss ich gerade dran denken und lachen. Ja. Nee, aber sowas feiere ich zum Teil. Wirklich. Das finde ich richtig cool. Aber ja, wie du sagst, ist halt aus Deutschland schwer möglich. Ärgert mich innerlich so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Als ich mit Sascha unterwegs war, war das Erste, was ich geguckt habe. Ich habe alles schon parat gehabt und habe alles in Warenkorb gepackt und dann habe ich nach Internet gesucht. Und dann habe ich den Warenkorb gelöscht. Und da war ich so wütend, also ich war wirklich sehr, sehr wütend darüber, dass ich dann noch wütender wurde. Dann habe ich den nochmal gelöscht, den Warenkorb, nachdem ich ihn wieder zusammengebaut hatte, weil ich einfach verreisen wollte. Weil das eigentlich... Ich finde persönlich ist das Geilste, was du machen kannst, Menschen Orte zeigen, selber noch irgendwie fotografieren zu gehen und wirklich sinnvollen oder guten Content zu kreieren und du aber einfach scheiße limitiert bist und du kannst es nicht machen. Also es ist halt völlig sinnfrei, das zu tun oder sich für, sagen wir mal, 2.500 Euro einen Rucksack aufzuschnallen, in ein Land zu fliegen, wo der Stream in Rotzqualität
fünf, sechs, sieben Stunden läuft, wo du eh nichts erkennst, ja, und dann wieder zurückfliegst, weil es nicht möglich ist. So. Ja. Ja, das stimmt, wo du sagst, man könnte es auch, du fotografierst auch, ne? Ja. Habe ich mal so mitbekommen. Wie geil man sowas eigentlich verbinden könnte, ne? Eben. Du könntest losziehen, könntest streamen, kannst dabei deine Fotos machen, Kunst machen, nochmal extra quasi, so, ob nur für dich oder auch nochmal für extra Projekte, keine Ahnung, man könnte so viel miteinander verbinden, das wäre so geil, aber es geht nicht. Aber es ärgert mich jetzt schon wieder, wenn ich drüber nachdenke, ne? Meine Idee war es halt gewesen, einen Flug zu buchen, morgens aufzustehen, in irgendeine europäische Stadt zu fliegen, weil das meistens so ein, zwei Stunden Fliegen ist, auszusteigen, einen Tag da rumzulaufen und nächsten Tag und abends einfach wieder nach Hause zu fliegen. Ja. Voll geil. Würde ich würde es mir reinziehen. Es würden sich mega viele Leute reinziehen. Ja. Es ist einfach nicht möglich. Und du kannst auch in fremden Ländern keine Verträge abschließen, weil das nicht mehr möglich ist, da wenn du außerhalb bist und mehr als eine gewisse Prozentzahl deiner Zeit in einem Roaming-Gebiet unterwegs bist, wird dir dein Vertrag gekündigt. Auch das geht nicht mehr. Das wusste ich noch gar nicht. Okay. Ich habe danach geguckt, ich würde mir in was für einem Timbuktu-Land mir eine Worldflat holen, wenn es nur gehen würde. Also ich brenne dafür, weil es halt geil ist. Ich kann mir halt zum Beispiel, wenn meine Freundin Lust hat, mir die Welt angucken gehen. Und ich kann den Stream halt mitnehmen. So. Eben. Und du kannst super viel halt machen. Du kannst ja einfach die Welt angucken. Mhm. Und es wäre halt guter Content. Ja. Wenn du jetzt nicht unbedingt anderen IRL-Streamern folgen würdest und irgendwie fremde Menschen ansprechen würdest, ob sie dir den Arsch ablecken wollen oder sowas. Ne? Das nutzt natürlich nicht, aber. Ja. Ja. Nein, das wäre wirklich geil. Wäre ich auch sofort dabei. Sofort. Dann in 20 Jahren vielleicht, wenn es in Deutschland ein bisschen vorangegangen ist. Ja. Wenn. Wenn. Es gibt keine Roaming-Gebühren mehr in der EU, das ist richtig, aber du hast im Roaming immer noch Gigabyte-Begrenzung. Das heißt, wenn du selbst die Flatrate holst, von die Größe von der Telekom, hast du immer noch 25 GB Traffic. Und 25 GB Traffic sind ungefähr 4 Stunden Stream. Bringt dir nichts. Kannst du einen Stream machen im Monat. Nun. IRL, ja. Schwierig. Jetzt haben wir darüber geredet. Internet. Wir hangeln uns heute echt von eins ins andere, ne? Das ist verrückt. Ja klar sind die 25 GB Up- und Download. Nein, es ist 25 GB Traffic, nicht Up- und Download. Ja, es ist halt LTE, ne? Beides. Ja, ist beides in einem. Genau. Kane, wie siehst du Twitch momentan? Sorry, ich habe gar keine. Wie sehe ich Twitch momentan? Ein bisschen gespalten manchmal. Gar nicht so. Also auch natürlich, was gewissen Content angeht. Aber ja, es ist halt im Moment so dieser, oder zumindest kriege ich davon eine ganze Menge mit. Ich habe auch andere schon mit anderen drüber gequatscht, die davon gar nicht so viel oder gar nichts mitbekommen haben. Aber es ist halt, im Moment kriege ich viel mit, so dieses, diesen Twitch-Hate. Also, dass alles, was auf Twitch passiert, ist Mist. Und alles, alles, was neu kommt, ist auch Mist. Und überhaupt ist alles Mist. Die ganze Plattform ist nur noch Mist. Und alles sind Idioten, so ungefähr. Klingt das manchmal für mich. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks, langsam, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist so, teilweise auch habe ich das Gefühl, bei manchen so ein Nachplappern von irgendwas, was sie vielleicht irgendwie irgendwo mal aufgeschnappt haben.
ohne wirklich drüber nachzudenken, ob das jetzt alles so richtig ist. Weil ich sehe immer noch genug Channel und kenne auch immer noch genug Channel, von denen ich finde, dass sie nach wie vor halt guten Content machen und nicht nur dabei sind, ihre Viewer auszuquetschen und was es nicht an tausenden von Kritikpunkten so gibt momentan. Ja, also ich bin da allgemein ein bisschen gespalten, so was dazu geführt hat, dass ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen aktuell. Also konzentriere mich so ein bisschen auf meinen Kram und denke mir, okay, ich guck mal gerade nicht, wer gerade wieder wo mit wem Beef hat oder setze mich mal nicht damit auseinander, dass irgendwer wieder irgendwas Kacke findet, sondern konzentriere mich gerade, ja, so ein bisschen auf mich und das, was ich halt machen will. Das ist so, ja, was ich momentan bei Twitch wahrnehme. In erster Linie. Ich würde jetzt gerne noch was da hinzufügen, aber das war eine schöne Zusammenfassung. Ja. Ja, dann mach doch. Na, ich habe ja nichts. Das hat ja alles zusammengefasst, was ich dazu noch zu sagen hätte. Das, darüber haben wir heute auch, ich habe das Gefühl, ich rede heute sehr viel. Ist das zu viel? Nee, eigentlich gar nicht. Nö, okay. Hau raus. Besser du als ich. Nimm dir das gerne ab, ich bin heute sehr redselig. Sagt man redselig, ja. Ja. Ich habe heute gerade mit der Community darüber gesprochen, dass wir irgendwie ein sensationelles Niveau-Tief erreichen. Hm. Denn, Meinst du, was die Kommunikation an sich angeht oder auch Content? Also ich rede von Leaks, die passieren, Dinge, für die gesprochen wird, wie Menschen sich geben, Content-wise, Viewer-wise. Also ich habe auch das Gefühl, dass Viewer irgendwie, Entschuldigung, meine jetzt, ne, fühlt euch nicht angesprochen, aber immer dämlicher werden. Auf jeden Scheiß irgendwie abfahren und gar nicht mehr nachdenken, sondern wirklich jetzt, wir sind angekommen, wo es um Knete geht und wo nur noch konsumiert wird und die Leute nur noch so hingedreht werden und das für sich reinballern. Ob sie sich nun beschissene Shaker kaufen, mit Mehl ersetzen oder sowas zum Beispiel. Das ist eine Sache, wo ich aktuell wirklich einen Brechreiz bekomme. Und das sage ich mit 2 Sponsoren unten unterm Stream. Also, ich kann Hashtag Werbung nicht mehr sehen irgendwie. Ich finde, und für was auch alles, wo ich mir dann wirklich denke, Mensch. Hm. Und das ist wirklich extrem geworden. Nicht, weil ich den Leuten das nicht gönne, dass sie sich dort das Geld, also dass sie dort ein sicheres Leben quasi auch anstreben können, sondern einfach wofür alles so. Also, es wird viel gekauft und sehr viel konsumiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also, wir entwickeln uns, habe ich das Gefühl, auch hier mittlerweile auf unserer Plattform menschlich zurück. Ja. Und von diesen wundervollen Features und so müssen wir gar nicht mehr reden. Und von dem Beef müssen wir auch nicht reden. So, das ist alles so langweilige geworden. Ja, es hängt einem, also mir hängt es zum Teil echt auch nur noch aus dem Hals raus, ne? Also wenn dann wieder irgendwer mit wem oder was und wie und hast du schon gehört und dies und das und ich denke mir, ist das irgendwie relevant für mein Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da habe ich dann doch irgendwie anderes, worüber ich mich oder womit ich mich lieber auseinandersetze. Aber ich bin ganz dabei mit dem Hashtag Werbung, ne? Werbung für alles und jeden Scheiß. Das ist auch ganz extrem geworden. Das ist wirklich sehr extrem geworden. Ich kriege auch immer mehr Anfragen tatsächlich von was Nahrungsergänzungsmitteln ohne Ende. Ich frage mich, wo kommen diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel plötzlich her? Also, wo kommen die alle her? Wie ich so alt geworden bin ohne das, frage ich mich. Ja, also, ne, und mit Angebot hier und Angebot da und meistens Angebot auch immer scheiße. Und kann ich mich auch null mit identifizieren, so.
Es wird immer mehr, man kriegt auch immer mehr Anfragen von so, dann gibt es wieder da irgendwo ein Startup, die machen auch Nahrungsergänzungsmittel, so, also Nahrungsergänzungsmittel, ne, Nahrungsergänzung fast ist halt wirklich gut zusammen. Waren sehr viele, also. Ja, es sind super viele und das geht mir auch, es geht mir auch mega auf den Keks, auch diese Anfragen gehen mir langsam schon auf den Keks. Und das Witzige ist dann halt immer, wenn ich, wenn wieder neue Nahrungsergänzungsmittel hinterherkommen, wenn du die dann plötzlich wirklich bei irgendwie Channeln siehst und ich fragst, nein, mach das nicht, hör auf damit. Es ist, ja. Sagst du eigentlich, sagt ihr ab oder meldet ihr euch nicht? Ich melde mich nicht. Also ich habe Anfang... Kommt drauf an. Habe ich mal nett dazu gesagt, hey Leute, ist nett gemeint, mag ich aber nicht. Aber seitdem sich dann das Personal bei derselben Firma gewechselt hat und ich von der immer noch von derselben Firma Anfragen kriege, ich habe aufgehört, so nicht mehr zu schreiben. Also was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist wirklich bei Indie-Entwicklern schreibe ich gerne zurück. Also um denen einfach Feedback zu geben. Von Spielen, wenn sie aus Deutschland kommen, bei Amerika und so, da weiß ich mir nicht, wer dahinter sitzt, aber wenn ich weiß, wer dahinter sitzt, da antworte ich noch, aber ansonsten... Aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man dann einigen antwortet, kriegst du in 2-3 Monaten dieselbe Anfrage nochmal. Und da weißt du dann, gut, massenweise wird das einfach irgendwie rausgeschickt und mal gucken, wer reagiert. Deswegen, also bei bestimmten Sachen oder wo ich gerade auch die, wo ich weiß, da habe ich schon mal gesagt, ich will jetzt nicht. Da antworte ich dann irgendwann auch nicht mehr. Das ist mir dann irgendwie zu doof. Ja. Aber es sind gerade die Nahrungsmittel. Ich kriege das Wort Nahrungsergänzungsmittel jetzt nicht mehr aus meinem Kopf, weil es wirklich immer das ist. Ja. Bei mir sind es eher die Programme, um meine Zuschauer noch besser an mich zu binden. Oh ja. Aber damit auch Geld zu verdienen. Ja, die kriege ich auch. Die landen auch instant im Spam-Ordner. Also das Geilste, was ich je gekriegt habe, ist, möchtest du deine Instagram-Reach verbessern? Und ich denke mir so, hey, was willst du von meinem Instagram, Mann? Hast du die Scheiße mal angeguckt, die ich da produziere? Wen soll das erreichen? da musste ich so lachen, ey. Da hätte ich gerne geantwortet. Ich habe es aus Versehen gelöscht. Das war großartig, ja. Hashtag Werbung. Weil das gerade jemand gefragt hatte, und darüber können wir auch mal sprechen, weil das ja doch etwas größer war, Luke Skywalker. Also meine Meinung dazu ist ganz ehrlich, niemand, aber auch gar niemand hat Eigenjustiz zu üben und irgendjemand an den Pranger zu stellen. Oh, ich finde das momentan so anstrengend. Ja. Gar niemand hat das zu tun. Man kann gerne, also ich zum Beispiel, was ich jetzt gerade tue, wenn jemand damit Probleme hat und eventuell darüber reden möchte, kann er das gerne mit mir tun und man kann gucken, dass man dafür eine Lösung findet. Aber sowas in die Öffentlichkeit zu stellen und jemand öffentlich an den Pranger zu stellen, steht niemandem zu. You are not the police, man. Nee. Sehe ich absolut genauso. Davon halte ich überhaupt gar nichts, ich persönlich. Nee. Dann lieber einen schönen saftigen Report rausballern und da lieber 20 E-Mails hinschicken und es ist ein Twitter-Account, ja. Kann ein Twitter-Account sein, da sitzt trotzdem eine Person dahinter. Könnt ihr euch noch an das Penisbild-Fiasko von einer jungen Dame erinnern, wo sich jeder darüber aufgeregt hat, dass dieses Penisbild geschwärzt war? Nee, da war es nämlich genau andersrum. Warum schickt sie dieses Bild nach draußen? Sie ist nicht die Justiz. Luke Skywalker wiederum postet diese Bilder und alle feiern das. Das wollte ich gerade sagen. Kurz. Was? Das wollte ich gerade sagen. Gegen sie wurde nämlich damals so geschossen und das wurde so ein... Das kann man doch nicht machen, den öffentlich so vor den Pranger zu stellen und das alles zu leaken. Da war das nicht in Ordnung. Und da waren sich der Großteil war sich da einig, dass das nicht in Ordnung ist. Aber so rum scheint es jetzt, keine Ahnung, spannender zu sein. Also, ich habe die Zeit, die man da rein investiert, verstehe ich einfach nicht. Ja, ich finde halt auch so ein bisschen diese Inszenierung dabei, dieses Pseudo-Anonymous-Hacker-Zeug drumrum.
macht es halt für mich, finde ich, zusätzlich so ein bisschen eklig. Weil ich mich da dann frage, geht es da wirklich jemandem darum, quasi ein Statement zu setzen, in dem Sinne, sowas darf nicht passieren oder was ist da passiert oder da haben Leute irgendwelchen Schaden genommen, mal so ausgedrückt. Oder geht es darum, irgendwie erst in erster Linie erstmal einen Riesenhaufen Aufmerksamkeit zu erzeugen auf dem Rücken einer Person, einer anderen Person, in dem Fall eben von dem, der was auch immer verschickt hat. Ich denke halt, wenn man sich wirklich durch so etwas belästigt fühlt, mag es so passiert sein, mag es nicht so passiert sein, lasse ich jetzt mal voll offen, aber wenn man sich wirklich so derartig belästigt fühlt von jemanden und auf welche Art auch immer, dann nimmt man sein scheiß Handy und geht zur Polizei und zeigt dem, gibt denen das Material und zeigt den an. So. Und zwar dort und nicht auf Twitter. Ist, denke ich mir zumindest. So würde ich es machen. Wenn mir jemand so hart offen gegen den Strich fährt, dann würde ich den Weg wählen, aber nicht erstmal alles auf Twitter raushauen und dann sagen, vielleicht gehe ich damit übrigens auch noch zur Polizei. So. Weiß ich nicht. Das ist Eigenjustiz. Eigenjustiz ist übrigens verboten. Deswegen. Simpel. As that. Und das ist, wie gesagt, widersprüchlich. Und nochmal kurz davor, hallo Stay, falls ich diese Nachricht erreicht, ich habe kein Problem damit, deinen Namen zu erwähnen und wir reden darüber, beide wie erwachsene Menschen. Ja, falls nachher wieder irgendwas geklippt wird und du nicht markiert wurdest. Das würde ich sowieso erreichen. Und ich habe keine Ahnung, ich gehe nicht davon aus, und das sage ich jetzt extra, ich gehe nicht davon aus, dass das dein Account ist, weil du die Eier dazu hättest, das selber in deinem Namen zu machen. Also, ne? Auf ein Wort. Nichtsdestotrotz ist das eine genau dasselbe wie das andere. Das eine wurde verpönt und das andere ist cool. Und da sieht man schon wieder, wie der Hase läuft. So. Das funktioniert nicht. Und das war binnen Abstand von 2 oder 3 Monaten so. Das ist very uncool. Da waren sich wieder gewisse Parteien nicht so einig. Und ich lese auch übrigens die Kommentare. Und da waren auch einige sowohl für das eine und jetzt auch für das andere. Wie das Fähnchen im Wind. Da schießt man sich, also da schießen sich wirklich ein paar Menschen ein bisschen in die eigenen Schuhe. Und ich habe keine Ahnung, ob das unbedingt notwendig ist heutzutage. Ich habe aber letztens, als ich mich mal ein bisschen intensiver mit Eminem beschäftigt habe, jetzt kommt der Vergleich dazu, es ist wohl gang und gäbe, auf gewisse Leute zu schießen oder in gewissen Battle mit ihm anzuzetteln oder was auch immer, um ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch zu generieren. Und ich glaube, so funktioniert das bei Twitch auch. Und deswegen muss man immer, entweder macht man diese morgendliche Scheiße bei Twitter oder beeft sich mit Leuten. Ich glaube, so, das sind die allgemeinen Wege, die man da geht. Damit muss man sich scheinbar abfinden. Dass der Hase so läuft. Menschen anranzen und Reibung erzeugen, erzeugt halt am meisten polarisiert am meisten. Ja. So, jetzt haben wir über Luke Skywalker geredet. Fertig mit Galaschnack jetzt, ja. Fertig mit Galaschnack. Fertig mit Gala. Oh ja, stimmt. Oder man geht zu Mixer. Oh Gott, das ist auch so eine dumme, das ist genau so eine dämliche Scheiße, weil die Kacke niemals passieren wird. Diese Scheiße wird niemals passieren. Weil dieser Mensch, hallo Stay, du verdienst dein verficktes Geld hier und du würdest einen Fick dafür tun, darüber zu gehen. Würdest du einen Fick tun, weil du nämlich im Nacken Menschen hast. So. Und jetzt ist es raus. Es ist ein Meme. Und ich kann dieses Meme nicht mehr sehen. Okay? Weil es kommt nämlich mehr zu mir, weil wir uns beide so gut verstehen. Ich gehe nicht zum Mixer. Ich wohne hier, ich verdiene hier meine Kohlen. Fertig. Punkt. Mann, ey. Scheiß die Tür zu. Und jetzt trinke ich einen Schluck. Welch Fuchsteufelswild, ey. Am liebsten würde ich jetzt in die Küche gehen und erstmal schöne Avocado durchmixen und Spinat reinhauen und ein bisschen Apfelsaft und noch einen ganz kleinen Schluck Milch und dann habe ich mein Frühstück gemacht für morgen, ey. Boah, bei Avocado friert's mich, ne? Boah.
Das schmeckt sehr lecker, Sali. Ich finde, Avocado schmeckt wie Butter mit einem Stück Rasen. Ich finde mal, Avocado schmeckt nach fast gar nichts. Doch, es ist so ein buttriger. Die Konsistenz ist so. Das war aber was anderes, Entschuldigung. Nein, die Konsistenz davon ist so widerlich von Avocado und dann das bisschen Geschmack, was dazu. Oh. Ein bisschen Salz drauf und so. Nee, das kannst du mit Salz und Pfeffer und Scheißdreck kannst du es nicht besser machen. Und Guacamole, das ist genauso. Nee, ich gehe super gern zu Mexikanern und das Einzige, was ich schreie, lass die Guacamole bitte weg. Nee. Guacamole ist aber geil. Nee, ist es auch nicht. Ist einfach nur Avocado kleingedrückt mit deinem bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, schmeckt Butter. Da. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Ich habe so gewisse Dinge, die ich ab und zu konsumiere, noch nie zu mir genommen. Auch Avocado gehört dazu. Als ich rausgefunden habe, wie man die zubereitet, mit einem Löffel da rauspulen, ab in den Mixer. Ohne Scheiß, Sadi, wenn wir uns mal sehen, ich mach dir mal so einen Shake. Und da ist eine Avocado drin. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Avocado ist ja im Grunde genommen eigentlich nur Fett, habe ich mal gehört. So. Und schmeckt nach nichts. Aber dafür passt das echt gut. Ich esse die Dinger auch nicht so. Ich habe das noch nie, in meine Lippen hat das noch nie berührt. Okay, in dieser Form. Du mixt das zu Smoothies mit anderem Zeug dazu. Genau. Ich hole den Löffel. Alles reinhauen, da ist es ja wurscht dann. Ich hole den Löffel, hol das raus und dann rein in den Mixer. Ich habe meine Lippen noch nie. Ich habe aber auch, muss ich gestehen, gehört, dass das gut für Frauen ist. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht. In der? Seitdem fühle ich mich auch immer so komisch in der Erdbeerwoche. Entschuldigung. Kann ich nicht mitreden. Ja. Es ging so ein bisschen mit mir durch. Mäuschen, ist alles gut? Da kriegt meine Katze schon ganz, ganz komische Zuckungen, was du da erzählst. Oh, Mäuschen, alles gut? Ich glaube, sie findest zum Kotzen. Schatz. Oh ja, Mutti, Avocado ist kacke. Oh. In der Schwangerschaft? Ja, ich weiß nicht, was er gemeint hat. Nee, in der Erdbeerwoche hat er gesagt. In der Erdbeerwoche, ja. Ich habe das mal gehört, Verzeihung. Vielleicht war das so ein Tipp aus der Gala. Auf der letzten Seite. Oder? Nee, da ist die Lifter-Werbung. Auf der letzten Seite. Dann hast du eine deiner Katzen schon mal ins Bett gekotzt? Nein, zum Glück nicht, aber ich habe gelesen, dir ist das heute 2-3 Mal passiert. Also, ich bin schon, weißt du, wenn du morgens aufwachst und ich bin ja kein Morgenmensch. Ich brauche morgens eine lange Zeit und ich bin etwas schlecht gelaunt morgens. Und wenn ich dann in kalte Kotze trete, ist ein Hochgefühl. Ein absolutes Hochgefühl. Besonders wenn es Trockenfutter war, dann bist du dir im ersten Moment nicht sicher, ob du in Scheiße oder in Kotze getreten bist. Das ist schon uff. Aber zum Glück, also mir hat noch nie eine ins Bett gekotzt. Oder geschissen. Oder gepisst. Also von dem her Glück gehabt. Ist schön, wenn du so da liegst und das. Dann hörst du, und dann machst du die Augen auf, so, was ist denn? Und dann siehst du so, und dann schön auf das nicht bezogene Bett, direkt auf die Matratze, richtig flüssig, ohne Essen, dass sich das direkt reinsaugt. So. Und dann so, oh nee, 3 Zentimeter, und du dann aufstehst, deine Katze um deine Decke rumläuft, auf deine bezogene Seite, und dir richtig schön da, wo du schläfst, auch noch mal reinkotzt. Direkt drauf. Und dann kommst du wieder mit dem Zewa in der Hand. Morgens kommt noch im Halbschlaf. Noch überhaupt nicht realisiert, was los ist. Und denkst du so, geil, Alter. Ich weiß, du hasst mich, aber wirklich in... In warme Kotze treten funktioniert nicht, weil dann hast du das Kotzen gehört. Und dann läufst du bis zum Lichtschalter sehr vorsichtig oder versuchst irgendwie anders den Lichtschalter anzumachen, um nicht eventuell hineinzutreten. Nein, aber in diese kalte Sache, da tretest du einfach, das ist morgens so, wenn du noch nicht mal richtig auf den Boden guckst. Ich hab dann, ist Stefan das erste Mal passiert, ne? Und dann bin ich natürlich, the brain, wie kann dir das passieren? Machst du die Augen nicht auf oder was? Ja, bis es mir dann passiert ist. Dann habe ich nie wieder was gesagt. Sag mal, Kane. Wann wolltest du nochmal deine Katze kaufen?
Ich warte noch ein bisschen. So schlimm ist das gar nicht. Nein, ich hätte schon, also Tiere vermisse ich echt, ne? Ich hatte früher, als ich Kind war, und so mein Vater, wir hatten immer Hunde und wir hatten auch Katzen und gut, ich hatte auch mal einen Hamster, das war jetzt nicht so spannend. Nee, aber die Tiere an sich fehlen mir echt. Und wie gesagt, Hund hätte ich halt am liebsten, aber Katze, ja, irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres vielleicht oder so, mal schauen, was bis dahin geht noch. Aber Katzen bringen Subs. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Du musst, pass auf, Kane. Ich gebe dir jetzt eine Chance. Du kannst jetzt üben. Es ist eine Katze auf dem Bildschirm, Kane. Du bist Synchronsprecher. Okay. Tu was. Pass auf. Also ich sag jetzt so 3. Es ist, also ich nehme jetzt deine Katze dafür als, oder du oder kannst Dalis Katze ist gerade da. Okay. Ja, ja. Warte. Hashtag Werbung, Entschuldigung, genau. Hashtag Werbung. Schaut mal da drüben, dieses niedliche Kätzchen. Ihr wollt doch auch, dass ihr ein bisschen neues Whiskas bekommt, oder? Neues Whiskas für die Katze? Ein Sub bei mir. Gibt dieser Katze einmal mehr Whiskas. Also, wie viel Whiskas ist euch diese Katze wert? Ein Sub, einmal Whiskas für die Katze. Dort. Nein, hier, bei mir ist er da oben. Na? Jetzt ist eure Chance. Guckt sie euch an, die arme kleine Katze. Was wäre sie traurig, wenn sie keinen Whiskas hätte? Kann sie fast kein Fell mehr leisten. Ah, da geht's schon los. Da geht's schon los. Zack, 3 Dinger. Ja. Siehst du, guck mal, wie gut das mit Katzen läuft. Das läuft einfach mit Katzen. Du brauchst halt nicht. Witzig ist, kaum hat Kane angefangen zu reden, hat sie angefangen zu schnurren, ne? Aber wie? Mäuschen. Wo der redet über mich? Ja, zack. Mäuschen. 3 Dinger eingeparkt hier. Ich musste Katze werden. Ja. Ja, Krokettenkalle, wenn du... Kalle, komm rum, Junge. Ich kann dir richtig schönes Whiskas organisieren. Du musst nur richtig geil schnurren, Magga. Wieso dann Zap bei Kane und nicht direkt bei Sally? Ja, stimmt. Egal. Ja, dem Plankenschnack kommt das nur zugute. Das ist schon okay. Also wir kaufen uns jetzt keine fetten Ferraris von den 38 Subs, die wir haben hier. Ja? Also, nur einen Smart. Nur einen Smart. Als Matchbox-Fahrzeug. Und wir haben wir eigentlich Twitch-News heute? Ja. Ja? Oh ja. Möchtest du die? Soll ich das? Die Twitch-News. Kannst du das bitte nochmal machen? Willkommen zu den Twitch-News. Großartig, Larry. Okay. Die Twitch-News. Das sind zum Glück nur 2. Also die Techs haben ein überarbeitetes System gekriegt. Ja. Debbie, bewege einfach die Lippen. Und dann gab es noch Leaks. Leaks von Neuerungen von Alpha Duplo. Diverse Unterseiten werden überarbeitet. Achievements, Emotes, Menüs. Einzelne Chatzeilen löschen per /delete statt purgen. Und Black Friday Bits zählt demnächst ab 23.11. Das sind aber alles nur Gerüchte, also. Ja, das sind alles Gerüchte, ja. Das ist nur ein Leak, den Leaks, jemand aus der API rausgelesen hat. Vielleicht ist das ja von Leak Skywalker. Glaube ich nicht. Mhm. Der Name ist übrigens sehr cool. Ja, ja, das waren die Twitch News. Kauf jetzt Whiskas. Katze hat Hunger. Guck mal, das Haar fällt aus. Da muss richtig Premium-Futter her jetzt hier. Also heute mal Rind, wa? Ja, warte. Du hast ja jetzt einfach nur erzählt, was da steht, aber eigentlich nichts dazu erzählt.
weil du halt natürlich das nicht vorbereitet hast. Ja. Die Tags werden so überarbeitet, dass sie 72 Stunden lang bleiben. Wenn man also mit dem gleichen Spiel nochmal live geht, bleiben die Tags von vorher für 72 Stunden lang. Das war ja das Problem, dass wenn du einen Tag eingegeben hast, den Stream beendet hast und dann am nächsten Tag nochmal gestartet hast, waren alle Tags weg. Hm. Jetzt bleiben sie halt wenigstens 3 Tage. So. Hm. Und das Dashboard zeigt dann auch noch ein paar mehr bessere Tipps an. Je nachdem, zu welchem Spiel. Außerdem gibt es Auto-Tags. Also Tags, die zu einem bestimmten Spiel gehören, die werden jetzt auch angezeigt. Die waren vorher nicht angezeigt, jetzt werden sie angezeigt. So. Danke. Das ist nur Gewohnheitssache, Slabby. Wenn du ein paar Mal heiser bist, lacht da keine Sau mehr drüber. Ich bin immer heiser. Also vor allen Dingen, dass Leute auch immer gleich schreiben, oh, der tut mir so leid. Es ist einfach nur heiser. Er hat selber gestern in der Kneipe gesoffen und hat sich die Stimme komplett zerballert. Und ihr habt da Mitleid? What the fuck, was ist los mit euch? Ich habe nicht immer viel getrunken. Ich habe aber nur geschrien. Bitte, du hast was? Geschrien. Das Trinken macht ja nicht diese Stimme. Das war das Schreien. Ja, aber einmal, das Bier macht es einfacher. Einmal habe ich sehr, sehr laut geschrien. Das kommt von zweimal schreien? Naja, so zweimal richtig, richtig schreien. So wie man normalerweise niemals schreien würde. Nicht jetzt deiner Oma über die Straße schreien, weil man sie gerade sieht und sie nicht sieht. Sondern ich habe in meinem Leben noch nie so geschrien, dass ich heiser war. Ja. Also wenn ich heiser bin, dann ist das immer nur wegen Allergien oder wegen der Kehlkopfentzündung, aber ansonsten war ich noch nie heiser. Da habe ich wohl was in meinem Leben verpasst. Erstmal Fußball-Fan geworden. Du hast in deiner Studentenzeit sehr viel Gitarre gespielt und deswegen sind deine Stimmbänder so reich, ne? Ja, okay. Okay, ja, kann ich verstehen. Ist ja auch schwierig dann. Ja. Gut. Ja, ich musste nur lachen. Chat hat gerade geschrieben, wir haben ja Gefühle. Kommen wir zu unserem Content Creator der Woche. Oh ja. Das ist super. Darf ich anfangen? Kennst du dich aus mit den Geflügelheiten, Kane? Ich muss mir nur sagen, wem ich das schicke. Oder sage ich das einfach? Kannst du unten im T-Stream in den Channel reinschicken? Ah, okay. Wir machen das. Hast du schon einen? Ich bin sehr spontan. Ich hab schon einen. Ich habe mir das schon vorher überlegt. Ist ja nicht so, dass ich den Flankenschnack nicht kenne. Wir haben extra angefangen, das spontan zu machen. Damit das nicht mehr so gezwungen ist. Er ist ja nicht gezwungen. Ich habe auf jeden Fall den Link vielleicht. Ja, darf ich? Ja, hau rein. Let's go. Mein Content Creator ist ein wundervoller Mann, der nicht sehr oft streamt. Aber wenn er streamt, dann ist das ganz angenehm. Außer dieser Alert. Über diesen Alert müssen wir reden. Der ist im Spielgeschehen nicht so toll. Mein Content Creator der Woche ist der liebe Slapstick. Das ist nämlich mein Stream. Ja, das bist du. Hab ich mir von morgens um 9 bis 17 Uhr auf dem Handy und zu Hause habe ich mir den Hitman-Stream angeschaut. Und das war echt schön. Das war ein echt toller Stream. Das kannst du so richtig. Schade, dass du es so selten tust. Ja. Da hast du mich zum Quietschen gebracht. Und Stefan, als er dann zu Hause war, genauso. Ohne Gitarre. Mit Gitarre wäre ich hier nicht so entzückt gewesen. Nein, es war ein ganz toller Stream. Und ich erinnere mich, ob das jetzt Kindergarten war, was ich auch unglaublich bei dir genossen habe. Oder ich habe mir Shuffle Nights, habe ich mir in den Highlights nochmal angeschaut. Ich schätze dich sehr. Und du bist mein Content Creator der Woche. Dankeschön. Ja. Was ist jetzt mit meinem Alert? Der ist ein bisschen störend in den Szenen. Das ist ein bisschen sehr laut, wenn du in der Story bist. Da könnten wir das ein bisschen anpassen, ja? Okay. Ein bisschen. Ansonsten Rambazamba, aber bei Story-Spiel so ein bisschen. Immer noch das Doom-Ding, danke. Reiß auf die Hütte. Beim Schleichen und so, und dann ist man... Okay, ja, jetzt bin ich wieder da.
Nein, ganz großartig. Der wird bestimmt mal Partner. Danke. Ganz bestimmt, sobald er den Stimmbruch überwunden hat. Und endlich legal streamen darf und Verträge unterschreiben. Kane, möchtest du? Ja, kann ich machen. Bei mir ist es Marek Blaha, den ich auch die ganze Zeit hier im Chat pöbeln sehe. Marek hat mir extrem geholfen, als ich angefangen habe, das mit den Illustrationen wirklich mehr beruflich auch zu machen und da irgendwie so meinen Weg reinzufinden, was Preisfindung angeht und Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, weil ich keinen Plan davon damals hatte, was ein Bild, was ich male, denn überhaupt kosten darf oder soll. Oder ne? Da hat er mir sehr geholfen, da so meinen Einstieg zu finden und wie man das alles so auf die Reihe kriegt. Außerdem, er macht reine Creative Streams. Also ich habe mit ihm zusammen auch damals Dingens gezockt. Wie heißt es? A Way Out. Haben wir auch zusammen mal gestreamt. Sonst macht er aber eigentlich reine Creative Sachen. Aber ich finde seine Streams einfach unsagbar entspannt. Er hat erstmal eine mega entspannende Art. Ist manchmal die ganze Nacht, naja, nicht die ganze Nacht live, aber ist halt viel nachts auch am Arbeiten, viel nachts live und läuft immer gute Musik, hat eine ruhige Art. Es ist wirklich ein sehr chilliger Stream, wo man nicht erwarten muss, dass einen einer anschreit, außer mich. Mich schreit er gerne mal an. Nein, aber Marek ist einfach jetzt über die Jahre ein echt guter Freund von mir geworden und deswegen habe ich ihn mir rausgesucht für heute. Daumen hoch. Kann echt gut zeichnen. Willst du es, Slabby, oder soll ich? Ich hab noch keinen. Du hast doch keinen. Nee. Du kannst bei meinem mit aufspringen, wenn du willst. Den magst du auch. Okay. Pete Complete? Oh, ja. Oh, hab ich, ja. Aber den habe ich doch vor 2 Wochen. Ach, ja, eben, aber dann mach ich dir jetzt leichter für die Stimme. Ja, alles klar. Also ich hab Pete Complete. Pete spielt Rimworld auf einer illusionären Schwierigkeitsstufe, die mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, es geht 35 Folgen aktuell, es fühlt sich an wie eine scheiß Dokumentation in einem Spiel. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 20 angekommen und ich gucke das jeden Abend und ich muss wirklich gestehen, das ist ein super toller Mensch, der sich unglaublich viel Mühe gibt. Ich habe bis jetzt leider noch nichts anderes geguckt, außer das Rimworld. Aber so vom Menschlichen her, so wie er rüberkommt, hat er echt ein bisschen was auf der Schippe und auch ein bisschen was im Kopf und spielt das Spiel sehr, sehr gut. Also wer die Serie sich mal angucken möchte, die Rimworld-Serie, die ist wirklich sehr gut. Ja. Ist ein Deutscher, der auf Englisch Content macht. Ist das ein Deutscher? Ja, hört man so nicht raus. Ich hätte jetzt hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oder Schweizer oder Österreicher, auf jeden Fall deutschsprachig. Ist wirklich ein super Typ. Also könnt ihr euch mal reinziehen und falls ihr da selber auch noch was findet, was ihr cool findet von ihm, das könnt ihr mir auch gerne mal sagen, weil wie gesagt, ich habe noch nichts anderes gesehen. Ja. So. Und Slappy wollte jetzt mich noch mal kurz nominieren, weil ich so gut Hitman gespielt und alle schon auf Silent Assassin gespielt habe. Deswegen nickt er auch gerade nur so, danke Slappy für die Blumen, finde ich super schön. Ja. Ja, du Slappy, ich finde das auch angenehm, dass du dir eingestehst, dass du eigentlich eine Pfeife bist in Hitman gegen mich. Das ist okay. Locker. Danke. Ja. Super. Ich habe auch extra auf der PlayStation mir das Spiel geholt, damit ich in den besten Listen mich nicht mit dir messen muss. Ja, ne? Ja. Ja. Danke, Slappy. Kein Ding. Ja. Ich habe bis jetzt übrigens auch alles auf Silent Assassin gemacht. Ja? Locker. Locker, ja? Mit Tutorial-Hilfen, so mit Story-Hilfen, ne? Ja, da, klar, natürlich. Der schönste Slappy? Hast du wirklich? Naja, also ich laufe halt immer rum und dann irgendwann unterhalten sich 2 Leute und dann steht da eine Blabla entwickelt sich. Weiß das Wort gerade nicht. Gelegenheit, ja. Und dann verfolge ich die und dann laufe ich dahin. Aber du hast nicht diese Magenta-Marker? Ich glaube nicht. Ich spiele halt auf Profi. Ja, das ist egal. Es gibt ja trotzdem Magenta, also dass dir der Weg gewiesen wird, wo du hinlaufen musst. Ja, dann, wenn ich die Gelegenheit habe, dann wird mir der Weg gewiesen. Ja? Glaube ich, ja. Ja, dann spielst du den Pussy-Mode, also zählt das nicht.
Ich habe das ohne das gemacht, habe das alleine gefunden. Ja? Okay, so. Deswegen hast du mich empfohlen, Dankeschön. Ah, großartig. Hey Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich spring einfach mal rein. Ken, du hast das letzte Wort heute, tschüss sagen. Aber du kennst dich ja mit den Geflogenheiten aus, oder? Nee, nicht ganz. Das nicht? Ich sag einfach, nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Du bist, jetzt sagen wir alle tschüss und du hast okay. Das Schlusswort und schließt quasi den Schnack heute ab. Okay, alles klar. Ich fange an. Dankeschön fürs Zugucken, Freunde der Sonne. Oh, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr seid bezaubernde Menschen heute gewesen. Ein super Publikum. Es hat mich sehr gefreut. Auch Kane, mit dir war es sehr, sehr schön. Auch wenn wir jetzt nicht so viel über dich geredet haben. Aber wir sind immer... Wir haben über viel anderes geredet. Wir sind über dich immer woanders hingekommen. Du hast uns quasi den Weg gewiesen durch die Sendung heute. Das war großartig. Ja. Also ich finde, bis auf Slappy haben heute alle sehr viele schöne Beiträge gebracht. Slappy hatte heute nicht so wirklich Bock, irgendwie mitzumachen, weiß nicht wieso. Komisch. Vielen Dank an die Regie und an alle Leute, die hinter der Kamera hier immer noch mitschrauben. Und ich wünsche euch allen einen bezaubernden Abend. Lasst euch gut gehen und kommt super in die Woche rein. Love you long times. Einen schönen Start in die neue Woche. Ich freue mich sehr auf die neue kommende Woche. Es war schön, Kane, danke schön, dass du da warst. Ein Dankeschön danke an die Regie. Und ja, schön mit Ö. Gerade geküsst? Wow. Ja, hier. So. Von mir aus auch danke an Kane, dass du da warst. An Sally, an die Regie, an Chat, der da war, und an Dizzy und alle anderen. Tschüss. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Grüße gehen auch an alle anderen im Hintergrund noch. Und ich glaube, das Beste, was ich jetzt noch sagen kann, ist, kauft euch eine Gitarre, geht auf Studentenpartys und habt Sex. Und habt Sex. Kommt wenn's überhaupt für, nicht groupie, wenn ihr Anfang 40 seid. Wenn es für eine Gitarre nicht reicht, könnt ihr euch auch eine Ukulele holen. An Anfang 40, graue Haare. Ich bin ja um Gitarre zu spielen. Oh, wow. Oh, Gott, der Sex. Ich bin der Gitarrendude. Währenddessen.